Eins, zwei, drei, Klappe. Boom! Feel Good Podcast Nummer 29, der erste auf Deutsch mit dem bestmöglichen Grund, dass er auf Deutsch ist, weil Michael Mittermeier, der Grund, warum ich Comedy mache, ich sag's ein letztes Mal heute. Ja, danke. Gott sei Dank, ist immer gut, wenn's gute, sympathische Comedians sind, die das sagen, weil es gab ja auch welche, wo dann gesagt haben, wegen dir mache ich Comedy und ich so, oh nein, bitte nicht. Also, aber du müsstest gar nicht auf Deutsch reden, du könntest auch auf Schweizerdeutsch machen. Ja, aber falls jetzt tatsächlich jemand aus Deutschland noch zuhört, dann wäre es so. Das heißt, wir sammeln jetzt alle Zielgruppen ein. Wir gehen ja, genau. Über die Schweiz hinaus. Ja, vor allem bringt mir ja gar nichts, weil alle anderen sind auf Schweizerdeutsch. Also ach so. Sie dann okay. Die nicht verstehen. Dann kommen die rein und dann, was? Ja, was obwohl es war ja schon die Idee, dass mehr Deutsche mal im Podcast sind, aber dann kam ja das uns allen Bekannte. Was? Du weißt schon was, oder? Es hat sowas, es hat schon Voldemort-mäßig. Also es ist, das ist ja auch genau wie Voldemort. Das ist eine blöde Drecksau, das muss man ja mal sagen, oder? Das ist so, ja. Ja, aber ich versuche eigentlich im Podcast gar nicht so fest darüber zu sprechen, weil hoffentlich, falls man jemand in 2 Jahren das hört, denkt man, boah, hätte man auch noch über was anderes reden können. So. Kommt immer darauf an, wie man drüber spricht. Ja, das ist ja auch wie im Programm. Wenn man es verspannt und keine Ahnung und irgendwie zu schwer irgendwie behandelt, dann macht es keinen Sinn, weil dann macht es auch, wer will denn zuhören, macht auch keinen Spaß. Also man hat ja am Anfang diese Pressekonferenzen, ich hatte das ja auch in der Schweiz, ich hatte den Mr. Corona, glaube ich, genau, ein geiler Titel. Ich meine, er sieht so nicht nach Mr. Corona aus, weißt du, so, weil ich dachte, jetzt kommt dann so ein Bachelor-Sack, weißt du, so mit gepiersten Nippeln und setzt sich hin und macht so die R-Klammer. Und wir hatten ja dann, es ging ja locker, ich glaube, ist es immer noch, aber die ersten 6 Wochen im Lockdown war ja wirklich jeden Tag 10 Uhr Pressekonferenz. Ja, Robert-Koch-Institut, da saß ich, nannte ihn immer Moses, weil es hat sowas von, jetzt legt man die 10 Gebote da und dann hat man dazugehört. Und ich habe nach einer Zeit gemerkt, dass es nicht gut tut. Ja. Erst hat es mir gut getan. Ja. Haben wir gestern, okay, Quatsch. Erst hat es einem gut getan, wenn man informiert ist. Und dann war irgendwann so, nee, ich bin verwirrt, ich habe jetzt so viele verschiedene Zahlen, ich will das nicht mehr hören. Ja, und jeder wusste immer mehr. Wenn du irgendjemand gesagt hast, du, ich habe gerade gehört, der R-Wert ist 3,785679. Nein, da bist du hinten, das war gerade schon 4,000435. Und vor allem, ich war fasziniert von der wissenschaftlichen Seite, aber auch nur so für 2 Wochen oder so. Ich hab diese Drosten-Podcast habe ich immer gehört. Gerade eben als so Lockdown war und wirklich jeder Tag so 100 neue Informationen kamen. Und dann warst du aber auch wirklich überfordert, wenn du mal einen Tag verpasst hast. So, scheiße, es ist so, es ist eine Soap, aber man kann nicht mal einen Tag ausstellen, weil dann kommst du nicht mehr nach. Ja, es ist wie eine Netflix-Serie und dann so, du schaust dir Dark an. Hast du Dark je gesehen? Nee, noch nicht. Oh, es ist eine der besten Serien, also einer der besten deutschen Serien der letzten 10 Jahre. Also eigentlich generell, ist eine unfassbare Serie. Aber das ist so, wenn du da 5 Minuten versäumst, bist du völlig raus. Also wir haben die erste Staffel haben wir gesehen und wirklich, du musst dich echt konzentrieren. Und haben meine Frau und ich versucht, es war dann ein Jahr später, kam die zweite und dann gehst du rein und dann so. Was war schon wieder? Wir haben dann eine Dreiviertelstunde haben wir ausgemacht, wir haben es beide nicht, und das Lustige, wir haben es uns erst nicht zugestanden, wir waren beide so. Naja, wahrscheinlich, keiner sagt was, weißt du, so, nee, du verstehst es nicht, du müsstest eigentlich kurz, wirklich, einen Tag bevor du die zweite Staffel anschaust, die erste nochmal anschauen. Ja, yeah. Ich hatte das bei Game of Thrones, da habe ich wirklich mit so diesen Familienstammbaumbildern aus dem Internet und so, habe ich mir immer versucht zu sagen, okay, das ist jetzt schon wieder die und der und wie sind die jetzt zusammen? Und irgendwann dritte Staffel musste ich aussteigen, weil ich wahrscheinlich eben nicht bewusst genug die ganzen Folgen geguckt habe. Ja, es war schon irgendwann, sind die losgeritten, haben Leute ermordet und dann war so, sag mal Schatz, wen greifen die jetzt an? Ja, warum?
Ja, König werden. Ja, aber wer ist er? Onkel? Es ist ja auch eine, es war ja wie so eine Inzestserie in Splatter. Ja. Muss man auch mal. Ich habe schon sehr gemocht, bis auf den Schluss, der halt einfach mal. So weit bin ich gar nicht gekommen. Ich wollte immer diese berühmte Red Wedding, wollte ich sehen. Boah, das war eine Szene. Ja, eben. Aber du musst eigentlich, es gibt noch zwei Folgen, zwei Szenen, wo ich wirklich sage, die waren bahnbrechend. Also einmal, wo Jon Snow gegen diesen Bastard, wo die kämpfen. Mhm. Und das ist auch so eine Szene, wo er dann so, er wirft sich eigentlich fast allein der Armee rein. Das ist so intens, da bist du so, du weißt ja auch nicht, was passiert, weil es ja wirklich, ich sage auch nichts. Und dann, bei der allerletzten Staffel ist es in Folge 3, gibt es eine Schlacht und die findet eigentlich, das ist nachts und mit Dingen und das ist mit den Walkern und das ist eine unfassbare Schlacht. Und du sitzt halt da bei Folge 3 und sagst so, what the fuck, wenn das jetzt Folge 3 ist, was machen die in Folge 6 als Finale? Das ist die eine Finalschlacht, das ist eine der geilsten. Also wer auf Schlachten steht, wer halt so eine perverse Sau ist. Und dann schaust du das halt und dann schaust du das Finale und sagst so, hätte es ja nicht umschneiden können, muss auch keinen Sinn machen. Nehmt einfach die Schlacht die von epische, der dritten. Die epische Schlussschlacht. Ja, weil der Schluss war. Also, wenn meine Frau schon mal abkotzt, was, und mit der schaue ich jetzt auch nicht die großen Splatter-Sachen down oder die wenn es wirklich, also nur wenn es wirklich gut ist, weil ich meine, das ist ja auch echt gut gemacht. Ja. Also, ja. Also ich hatte zum Beispiel, aus diesem Grund habe ich Lost nie geguckt, weil bei Lost haben die Macher selbst gesagt, sie wissen noch nicht, wie es enden wird. Dann habe ich mir gedacht, wenn du so viele falsche Fährten schon legst und du selber noch nicht weißt, wie du die auflösen wirst, dann kann es nicht wirklich gut kommen. Dann irgendwie, du musst ja... Ich habe es auch nie angeguckt. Du musst also, ja den allwissenden Schluss haben. Und dann hat sich herausgestellt, also jetzt spoilere ich vielleicht für die letzten nein, zwei. Nein, nicht. Nein, ich habe es nicht gesehen. Irgendwann schaue ich es an. Irgendwann, weißt du, wenn mal irgend so ein Virus kommt, ja, der die ganze Welt lahmlegt. Ich weiß, völlig unrealistisch. Ich meine, wird nicht passieren. Wird nie aber, passieren. Ja, ja, ja. Also, ich brauche was für den übernächsten Lockdown. Gut, da, also wenn du dann bei Lost ankommst, dann ist wahrscheinlich wirklich... Ja, dann hier fucking Lost. Ja. Ich habe vorhin kurz gesagt, dass das einerseits eben eine Riesenehre ist, dass du heute hier bist. Und ich bin so froh, dass wir gestern kurz gequatscht haben, war Swiss Comedy Awards, und dass wir uns dieses Jahr am Wochenende gesehen haben. Eigentlich mein letzter Groß-Event war deine Show hier noch in Zürich. Genau, und dann ich hatte noch Geburtstag und dann nächsten Tag noch Radio. Weil, habe ich gemerkt an diesem 31.01., dass die Bewunderung ja so groß ist. Ich wusste gar nicht, was mit dir quatschen. Ich war so, meine Freundin hat auch gesagt, du warst wie belämmert so. Okay. Und da habe ich mir gedacht, ich bin froh, dass wir jetzt ein paar Mal gequatscht haben, dass man so ein bisschen über diesen Hügel drüber kommt, dass man einfach mal eben normal quatschen kann. Und dann habe ich mir gedacht, du hast das sicher auch mal gehabt mit irgendjemandem. Ja, klar, logisch. Du hast ja alle kennengelernt. Ich meine, das ist ja klar, wenn du dann bist du Otto begegnet, dann warst du natürlich schon, dachtest so, naja, hoffentlich ist der nett. Und weil das ist ja so das Ding, wenn der jetzt richtig so eine unsympathischer, weißt du, so wie King of Comedy, weißt du, so ein unsympathischer, abgehalfterter irgendwas, dann wird es echt schwierig werden. Also Helden kennenlernen oder auch also musikalische Helden, die man wirklich liebt, wäre schlimm gewesen, wenn Bono jetzt echt ein Arschloch gewesen wäre. So. Oder Musiker, von denen man wahnsinnig viel hält, kennst du ja wahrscheinlich auch, und dann hört man, boah, der ist auch total nett und der, keine Ahnung, der sitzt an dem Catering und scherzt dann mit der Köchin, weißt du, und sagt, oh, danke, oh, danke. Also. Gut, es reicht ja zum Teil schon, dass, wenn man selber in dem Business ist, dass man dann eben Geschichten hört. Das reicht ja dann schon fast. Und dann muss man zum Teil selber wieder eine Meinung bilden, wenn man die Person mal kennenlernt. Ja, es gehen natürlich immer mehr Geschichten rum, viele Geschichten, die dann auch nicht stimmen. Ja. Oft ist natürlich schon aber so, dass ein Kern stimmt. Also wenn über einen ganz viel rumgeht, weißt du, also es ist, also Donald Trump kann sagen, nein, ich habe nie eine Frau betatscht, aber wenn 27 Frauen, man will es nicht auf eine Zahl festlegen, aber ich meine, irgendwann wird es, weißt du, so, irgendwann wird es nicht mehr Meinung gegen Meinung. Ja. Also das ist einfach,
ist Quatsch. Also dann ist ein Muster dahinter. Mhm. Also dann merkst du ein Muster. Und wenn du, keine Ahnung, von 5 oder 10 Seiten wirklich 10 Geschichten hörst, dann ist zumindest ein Muster dabei. Mhm. Dann muss nicht jede stimmen. Ja. Aber wird auch viel Scheiß erzählt, brauchen wir nicht reden. Ja, also, ja. Aber zum Beispiel Jerry Lewis hast du ja auch mal kennengelernt. Für den hast du ja mal quasi gespielt. Ja, wir haben eine Sendung, was hast du zusammen gemacht? Eigentlich, ich hab eine Laudatio für ihn gehalten, für die Goldene Kamera. Mhm. Das war 2005. Und kam ich dazu, weil ich eben großer Fan bin. Und, ja. Und dann war irgendwie die Redakteurin und die wollte irgendwie erst so eine andere Kombi haben. Und dann haben die anderen gesagt, Entschuldigung, es war Ray damals, der wäre noch mit dabei gewesen. Es war eine komische Kombi. Und dann sagt er so, hey, Michel, he is the fan of Jerry Lewis. Und dann sage, wenn dann der. Und dann lief das so schön. Ich habe ihn zum Lachen gebracht. Ich glaube, das war so ein Punkt. Mhm. Und dann sind wir am nächsten Tag, durfte ich ihm noch mal begegnen und quatschen und waren noch essen. Und dann hat er sich für das Jahr drauf, wurde er 80, und hat eine Sendung gemacht. Eine. Wirklich nur eine, weltweit. Also er hat in Amerika keine Sendung. Und ich sage, ich mache eine Geburtstagssendung, sollte so eine Interviewsendung werden fürs ZDF in Deutschland. Und dann kam der Anruf, willst du? Ich so, okay, ja, Logo. Und dann durfte ich mit ihm quasi ein Gespräch führen oder ihm auf seine Spuren gehen. Ich habe natürlich dann wochenlang vorbereitet, ich habe die ganzen Bücher gelesen und Bios und da fährst du hin, da gehst du nicht und machst mal nur aus, also ich schau mal, was noch übrig ist von dem, was ich gesehen habe an Filmen. Und es war schon beeindruckend, ich meine, der ist schon, also er hat mich auch, was toll war, er hat mich gelassen. Also er hat mir Raum gegeben. Mhm. Und das, sonst hätte ich keine Chance gehabt. Das ist keine Chance. Und das Jerry Lewis, hast du, it's not possible. Ich habe den erlebt bei einer Pressekonferenz, wo ein Reporter, also echt eine arschige Frage, und er wollte halt, weißt du, Jerry Lewis, bah, der hat ihn einfach mal an die Wand gedrückt und die Leute, und er wird nie wieder so eine Frage stellen. War aber auch völlig unnötig. Wieso stellst du eine Ikone, eine blöde, also wirklich eine abwertende, blöde Frage, warum? Dann ja. Fahr nicht hin. Was soll das? Aber es gab ja mal so ein Interview, da war auch nicht gut drauf. Und ich glaube, da war auch irgendwie die Startfrage nicht gut. Und dann. Ich habe das gesehen und alle haben gesagt, ja, war da so. Klar. Ja. Der Interviewer, das war einfach Dummsuff. Also, ja, wenn ich so in ein Interview gehe und so mit Jerry Lewis spreche. Also bitte, also ganz ehrlich, und das hat Jerry Lewis, ich finde, gut gelöst, indem er ihn einfach auflaufen hat lassen und sagen, du hast nichts von dem Interview, du kriegst nichts raus. Und ich fand's, ja, konsequent. Ich finde, als Ikone musst du dich nicht mit dem Vollpfosten unterhalten. Und wenn du dich mit dem Vollpfosten unterhältst, dann machst du es einfach mal so, indem du ihm einfach mal die Armbeuge. Ist ja visionär, ne? Ist ja. Hast du mal das Gary Shandling, Ricky Gervais Aufeinandertreffen gesehen? Ich glaube nicht. Das muss ich mal gucken. Okay. Weil Ricky Gervais hat irgendwie so eine ganz komische. Also nee, die war nicht mal so komisch, die war eigentlich noch cool. So Meets Some People, ja, da hat er Christopher Guest zum Beispiel hat er interviewt und dann eben auch Gary Shandling. Und der Deal war irgendwie, dass Ricky Gervais zu Gary Shandling nach Hause darf und ihn da interviewt. Und dann war aber irgendwie ein Missverständnis, dass die Ricky Gervais und sein Kamerateam schon reingelassen haben, obwohl Gary Shandling noch nicht mal zu Hause war. Und okay. Dann kommt er nach Hause und hat da schon ein Kamerateam in der Küche und Ricky Gervais irgendwie schon Kühlschränke aufmacht und sagt, oh, what's in here, blah, blah, so. Und dann ist er schon richtig angepisst und dann hat er Ricky Gervais auch wirklich komplett auflaufen lassen. Okay, das schau ich mal an. Das musst du wirklich mal gucken. Und Ricky Gervais weiß da nicht mehr, was machen. Ja. Der weiß sonst oft, was machen. Aber gut, er ist natürlich vorher verkackt. Aber ja, klar. Was willst du, also da war es eine unbewusste Geschichte, aber wenn du bewusst reingehst in ein Interview mit so einer Ikone, ich weiß es nicht, warum, das muss ja nicht sein. Yeah. Also dann schick jemanden hinten, der den mag. Mhm. Also was soll das? Also müssen wir jetzt noch was Negatives rausfinden? Oder es war ja nicht mal, es waren ja nur dämliche Fragen, kann ich mich erinnern, wo ich sage so. Geschlossene Fragen vor allem. Och ja. Mann, wirklich? Also, ja, nein, next ja. Question. Yeah. Also, ich meine, wo, gut, da bin ich froh, dass, als wir uns das erste Mal gesehen haben, habe ich dich im Hallenstadion interviewt.
Da habe ich noch beim Radio gearbeitet. Eine Zeit her? Ja, Achtung Baby war das. Und ich habe, glaube ich, 5 Minuten habe ich offiziell Zeit gehabt. Und dann haben wir eine halbe Stunde gequatscht. Es wurde länger, ja, wahrscheinlich. Erfahrungsgemäß ja, wurde es länger. Ja, ich, wenn keiner reinkommt und sagt, könnt ihr mal aufhören? Ich schaue nicht auf Uhren. Ich kann das nicht. Das ist auch immer so, ich kann mich einfach zeitlich nicht beschränken. Ist schwierig. Also, was dort krass war, ich habe so 5 Minuten habe ich die Radiofragen gestellt, die ich fragen musste. Und dann habe ich einfach Sachen gefragt, die mich persönlich interessiert haben. Weil ich habe da selber noch keine Comedy gemacht. Aber ich habe da zum Beispiel erfahren, dass du jeden Auftritt aufnimmst. Machst du das immer noch? Das mache ich immer noch. Ja. Audio. Audio. Ich nehme immer Audio auf. Ich mag mich nicht sehen. Also ich schaue mich nur ab und an. Im Hören höre ich auch, wie ich mich bewegt habe. Mhm. Ich brauche das Bild nicht. Hast du? Das hatte ich mal bei einer spezifischen Nummer, dass ich hatte im Kopf das Gefühl, das sieht so und so aus. Und dann habe ich ein Video gesehen, habe gemerkt, das sieht komplett anders aus, als ich gedacht habe. Und dann hatte ich immer dieses Bild im Kopf und das hat mich dann verwirrt. Und dann irgendwann ist die Nummer auseinandergefallen, okay, weil ich zu fest dieses Außenbild hatte. Und deshalb gucke ich auch nicht gerne, weil ich denke, so wie ich es fühle und wenn die Menschen dann lachen, dann wird es wohl so aussehen. Und so ist es auch gut. Ja. Also ich habe auch nie, früher haben viele immer gefragt, das war einer der meistgestellten Fragen, üben Sie vom Spiegel Ihre Grimassen? Ich habe früher viel mehr, immer Grimassen, das ist ja auch schon mal so eine abwertende Geschichte, was Journalisten, Sie machen doch Grimassen. Ich mache Gesichter und versuche, okay, aber ich habe nie geübt. Sondern tatsächlich ist es so nach dem Gefühl. Also, und ich glaube, das ist auch gut so. Aber das Hören, so wie jetzt gerade das Programm, das ja aus der völligen Impro entstanden ist. Ich hatte keins mehr und das Neue wollte ich nicht schreiben. Mhm. Und dann bin ich hoch und habe gesagt, ich spiele 90 Minuten. Ich weiß nur nicht, was ich mache. Ja. Ich habe mir einfach ein paar Stichworte gegeben, habe mir ein paar Safety-Nummern eingebaut und dann bin ich einfach los ins erste Autokino. Und das war wild, das war auch frech, weil eigentlich, also hättest du dafür keine Tickets verkaufen dürfen. Mhm. Also ja schon, weil ich weiß, was ich tue. Und es war wunderbar, weil es ist ja wie ein Experiment. Ja. Und eigentlich darfst du dann schon ein Ticket verkaufen, weil eigentlich ist das viel geiler wie eine fertige Show noch. Weil du bist eigentlich, also du erlebst gerade was, was es so nie wieder geben wird. Diesen Abend, die ersten, keine Ahnung, 5 bis 10, die sind so wild und Ding. Da ist natürlich auch viel roh, da gibt es natürlich auch Teile, wo du sagst, muss jetzt nicht sein morgen, ja, oder ist definitiv mal zu lang. Ich bin gerne einer, der zu lang spielt, leider. Aber ist diese Exaktheit, dass manche Nummern auch aufs Wort geil sind, das mag ich schon. Mhm. Aber nimmst du auf jetzt auch und hörst, hast du was gelernt von mir? Ja, aber wirklich, weil seit meinem ersten Auftritt mache ich das. Und für mich ist es faszinierend, dass es nicht alle machen. Weil es ist, für mich fühlt es sich an wie bescheißen, wie wenn du immer noch während dem Test in der Schule auf den Spickzettel gucken kannst. Weil ja, ich, das ist ein guter Ausdruck. Ja, aber es ist eigentlich so, weil ich habe das Gefühl, man lernt so viel, wenn man gewisse Teile noch mal hört und merkt, da hat es einen Lacher gegeben, weil eben die Zäsur richtig war, weil die Formulierung war heute anders und so weiter und so fort. Dass diese Nuancen. Mhm. Dass man an denen viel mehr feilen kann, wenn man eben jeden Auftritt aufnimmt. Und du lernst ja von niemandem so viel wie von dir selber. Genau. Weil wenn du mal eine echt verkackt hast, wo du gesagt, wie habe ich das denn gesprochen? Das ist ja völlig Bullshit. Mhm. Dann machst du das so nie wieder. Genau. Aber nur, weil du es nochmal angehört hast. Weil das andere ist so, ja, wie habe ich es gemacht? Weiß ich nicht, jetzt probiere ich es nochmal so aus. So. Und du lernst so viel von dir selber. Ich habe das ja auch nicht erfunden. Ich habe das... Weiß ich nicht, bei wem habe ich das zum ersten Mal gesehen? Weil ich habe Aufnahmen noch aus den 80er Jahren. Mhm. Also ich kann dir nicht mal sagen, wann ich das zum ersten Mal gesehen habe, wo oder gelesen, wer es macht. In Amiland war klar, wenn ich nach New York gefahren bin und halt selber Stand-up geguckt habe, die hatten ein Aufnahmegerät, ja, so ein kleines Ding mit Kassette noch damals, so ein Walkman, so ein Aufnahme-Walkman und haben aufgenommen und ich habe es auch nie verstanden, warum es nicht mehr machen, weil
ich habe dann ja auch, wenn ich Programme geguckt habe von Leuten, die ich auch mochte, mhm. wo ich mir dann gedacht habe, so, das kann ja nicht sein, ich kenne das Programm, das war doch mal eigentlich besser. Mhm. Warum ist das jetzt so? Mhm. Verstehe es nicht. Und dann, weil du Dinge verlierst plötzlich. Ja. Und das passiert auch, ohne deinen Namen zu nennen, ganz, ganz wahnsinnig guten, mhm. großen mhm. Leuten, wo du zuschauen kannst und sagst, aber das, okay, kochen alle irgendwie mit Wasser. Und deswegen ist gut, wenn man es macht. Also, aber die Jungen machen es mehr jetzt, die jungen Stand-Upper, glaube ich. Also ich sehe die mehr, wenn ich jetzt so Open Mics mache, sehe ich die Jungen, also so mit dem Handy. Es ist ja auch langsam, gut, viele timen sich auch einfach und nehmen nicht auf. Finde ich dann auch faszinierend. Aber ich kenne zum Beispiel, im Quatsch habe ich mit einem wirklich Bomben-Stand-Upper gespielt, ja, der macht das auch seit vielen, vielen, vielen Jahren. Ne? Und der ist so frei auf der Bühne. Und dann ist an einem Abend, denkst du so, boah, genau dieses Set, ja, diese 15 Minuten, die, wie sie jetzt waren, das ist bombastisch. Und dann spielt er es noch fünfmal und es ist dann, eben, dann fällt es fast wieder auseinander, weil er ist so frei und erzählt einfach, was er sich mal überlegt hat, aber hat sich nie aufgenommen und hat nie... Schade eigentlich. Ja. Also, ich finde es schon schön, wenn man es konserviert. Also ich lerne die Texte dann ja nie. Also es ist nicht so, dass ich sage, jetzt lese ich es durch und auswendig, sondern... ich schreibe es auf und dann lese ich es nochmal durch, mhm. vielleicht vom Auftritt, und dann gehe ich wieder hoch. Und die mhm. guten Sachen bleiben und die anderen Sachen verschwinden. Ich habe das Gefühl, dass die guten Formulierungen, die kommen dann irgendwann. Die hallo, ich bin mhm. die Gute, nimm mich. kann man missverstehen. Ist ja gut, auch da. Also so, also ja klar. Also bei Frauen wie bei guten Pointen. Ich bin die Gute, nimm mich. Habe ich getan vor 30 Jahren. Du schreibst also immer noch alles auf, also außer jetzt das neue Programm, das ist wirklich mit quasi auf der Bühne schreiben entstanden. Aber sonst schreibst du tatsächlich noch Texte? Nee, vorher nicht. Nee. Nee, wenig. Also vorher ist eher Stichpunkte. Ja. Also das ist so. Und es geht bei Nummern sehr schnell, die sein sollen. Mhm. Also du hast ein Thema gewählt und dann, oder du weißt es ja, du hast ein paar Ideen zu was auch und schreibst ein paar Ideen und dann gehst du und dann merkst du, oh, das, klar, das wird eine Geschichte. Mhm. Also ich habe in einem Programm eine Nummer, die, ich weiß gar nicht, bei irgendeinem von den Autokinos habe ich drüber gesprochen, über die Mütter-WhatsApp-Gruppen, weil die mich zum Wahnsinn gebracht haben, dieses, oh mein Gott, was wird passieren und Ding und bababa. Und dann habe ich irgendwie und auf eine sehr blöde Frage habe ich eine blöde Antwort gegeben und habe dann also so einfach mal Aubergine zurück, damit man Schicht im Schacht ist. Und ich habe das erzählt und vor allem die Frauen sind ausgeflippt. Und ich war so, geht denn nicht hier ab? Und da kam eine Veranstaltung, hey, die Nummer mit der Aubergine, so geil. Und ich so, okay, ich höre mir die mal runter und sage, ja, finde es ganz nett, aber es war nicht gedacht als Pointe, weil ich war so, ja, so, also die Aubergine habe ich nicht mehr zurückgeschickt, sondern ist nur geistig. Also ich sage so, hab's nur gesagt, ich habe eine Aubergine zurückgeschickt. Ja. Ich habe so eigentlich nur blöd geschrieben. Und dann sind, ja, und seitdem ist das eine der Highlight-Nummern, die ist dann natürlich, sie ist mutiert. Ja. Jetzt sind schon zwei Auberginen und Regentropfen und ein Hundekopf. Und das ist zu einem der Highlights geworden und ist einer meiner einzigen, ich habe ja nie virale Hits gehabt in dem Sinne, also ganz früher halt habe ich natürlich Nummern gehabt, aber wir hatten ja kein Internet, also ich war viral im Fernsehen, so, aber und durch Erzählungen, das war ja das früher. Und durch Erzählungen und durch CDs, die gekauft wurden, das war ja, da haben ja noch Menschen also in anderen Zahlen CDs gekauft, das kann es ja heute keinem mehr erzählen. Also wenn ich einem Jungen sage, so, pass mal auf, ja, wie jetzt, so gestreamt. Und, nee, die haben Menschen, also so, die haben die zu Hause. Vor Ort gekauft? Ja, so. Also, so ein Code. Nein, es ist... Und bin ganz froh, dass meine Tochter noch... wir haben jetzt gerade so die alten CDs gesammelt, weil die ihr Zimmer so umbaut, die ist jetzt 12 und es wird so zum Jugendzimmer, also so kommen ein paar so Dinge raus und jetzt so ein paar, also Kinderbücher, also was du Bibi und... Bubi, also nee, nicht, ist nicht Bibi und Tina, sondern ein Tini und Tina, irgend so ein Pferde, zwei Mädchen reiten auf Pferden und reden manchmal mit Jungs, also keine Ahnung.
und auch Hani und Nani. Besser jetzt so umgekehrt, so. Aber ja. Oder so, ja. Ja, stimmt. Das ist ein guter Satz, wenn du da sagst. Ich rufe Mannheim an. So. Ja, und jetzt und dann hat sie die CDs zusammengesammelt und jetzt stehen die da in Stapeln. Und wir haben früh angefangen, dass sie Hörspiele hört und ich habe viele CDs gekauft. Wir haben aber auch in der Bücherei, konntest du CDs ausleihen. Ja. Wir haben die dann auch, ich habe die dann auf meine Mediathek immer überspielt, weil wir haben auch viel gekauft und dann ist auch, denke ich, okay. Also, dass man auch mal ein paar Folgen quasi von der Bücherei-CD dann rüber überspielt. Und weil wir haben, keine Ahnung, jetzt hier locker 200 Kinder-CDs wahrscheinlich so. Und alles kriegst du dann auch nicht immer. Und ist fast schade, weil ich habe die alle ihr überspielt. Und es gibt so ein iPod, da ist alles drauf, was wir je an CDs und Ding. Und dann liegen die CDs so dann immer so. Schon schön, dass sie das noch erlebt hat. Ja. Klar, jetzt ist Spotify und... oder diese Dinger, hatte dir die auch, wie heißen die, Toni-Ton, keine Ahnung, oder so, du hast so eine Box und dann kannst du zum Beispiel die Maus von der Sendung mit der Maus kannst du dann drauf tun und dann wird das abgespielt und dann kannst du... Nee, das haben wir nicht, also das ist Brave New World, das ist so und sie sind müde und sie wollen gerne Leute töten, nein, das... Ja, die Technik kannst du nicht aufhalten, ist ja klar. Ja. Also selbst ich kaufe noch CDs tatsächlicherweise oder auch mal nicht physisch, dass ich einfach also für bezahlt Album runterlade, kaufst, ein ganzes ja. Album. Ja. Also wenn der National ein Album rausbringt, also sage ich nicht, oh, danke, dass auf Spotify die MP3-Version von der National ist. Das muss ich ja unbedingt mal hören. Also so, oder keine Ahnung. Das mache ich also mit Vinyl. Ich kaufe dann wirklich noch die Platte. Oder ein Vinyl. Also jetzt ist immer wieder Vinyl. Aber es gibt halt so, es gibt so Bands, die, da willst du das auch haben. Und du willst auch in der Qualität dann runterladen, die auch wirklich geil ist. Und da mache ich immer so die höchste Qualität, damit auch, es ist leider eine Kultur, die so verschütt geht. Ja, also bei mir war die Mutation ja von Kassette auf CD. Zuerst habe ich auch so Kinderhörspiele gehört zum Einschlafen und dann ist es gewandelt zu Mittermeier. Okay, zum Einschlafen, geil. Ja, ich kannte ja schon alles auswendig. Ja, ist schon mal ganz toll. Das Interview an dieser Stelle kippt und dann so, und es sitzt ein verbitterter Mittermeier, ein Vermittertmeier, sitzt dann da und dann so, ja, nein, gut, schön. Bis jetzt war alles gut. Nee, aber wurde jetzt zum Beispiel während Corona, wurde das sogar irgendwo in so einem tollen Papier wurde das erklärt, dass dieser Akt von Sachen, die man schon kennt, gucken oder hören zum Einschlafen für das Hirn entlastend ist, weil das Hirn sich in so einen Modus einstellt von wegen, ich weiß, was als nächstes kommt und das ist dann so eine gute Einschlafübung. Okay. Ja. Warum lese ich dann immer neue Bücher? Weil ich lese immer zum Einschlafen. Ja, gut, das ist ja anscheinend sowieso das Beste. Also ich wache auf nachts und dann so, ich habe immer ein Buch neben dem Bett. Ja. Und dann stelle ich mein iPhone auf mit Licht und dann wird so an der Seite so gelesen, aber seitlich liegend, da wird man auch schon so, heute Morgen habe ich irgendwann gemerkt, wieso ist mein Auge so hell? Ich bin auf dem iPhone eingeschlafen und das Licht lag so hier. Und so, ach so, nein, es ist nicht die Sonne, ich bin, und ich lese noch neue Bücher. Ja. Das Schlimme ist aber, wenn ein Buch dann geil ist, habe gerade mal wieder einen richtig geilen Krimi gelesen und dann schlafe ich nicht ein. Das stimmt. Eben, deshalb deine Sachen, Theorie die man stimmt. Schon kennt. Scheiße, ich hätte einfach ein altes Ionespo-Buch lesen sollen. Ja. Weil ist wirklich ein Kompliment. Also ich gucke auch Bill Burr zum Einschlafen und dann kann meine Freundin nicht einschlafen, weil sie sagt, du schüttelst dich immer so vor Lachen. Und trotzdem schläfst du ein. Das ist wirklich so. Naja, weil du auch kein schlechtes Gewissen hast, weil du sagst, ich kenne es ja, ich lache immer, schmunzel, aber ich muss ja nicht wach bleiben, weil eigentlich habe ich schon gehört. Genau. Ja, Bill Burr ist natürlich, braucht man nicht reden. Also ist schon einer der echt... Es ist echt witzig, weil ich war, als ich im Grunde mit meiner Frau relativ frisch zusammen, Anfang der 90er, 92, waren wir zum ersten Mal in New York zusammen, einfach so Urlaub, Fan von New York fahren und in Stand-Up-Clubs gehen und einfach anschauen. Und da sind wir durch alle Clubs gezogen damals. Und es ist echt Wahnsinn, weil alle, die heute groß sind,
habe ich halt alle damals, und ich war in New York in diesen Jahren, also 92 bis ja, Anfang 2000 oder eigentlich bis 10 Jahre lang immer, mindestens einmal im Jahr, 4 Wochen, dann mal 2 Wochen, dann mal 3 Wochen, plus 2 Wochen, mhm, einmal mal 5 Wochen. Und ich habe die alle sehen dürfen. Ja. Als die gerade so, die waren gerade so, weißt du, wie wir, die wir dann so anfangen, Bill Burr, Jon Stewart, also ich meine, als der noch Stand-up gemacht hat. Ja? Als er noch krass. Stand-up gemacht hat. Also es ist halt wirklich, das ist krass. Und all diese Leute, die heute, oder manche, die nicht so groß geworden sind, aber trotzdem noch ein Dave Attell, der mit Jeff Ross ja, Legende, die ja. Bumping Mics macht und eine Legende ist für alle Comedians. Mhm. Und ja, geil, mit Bumping Mics er jetzt so einen Push bekommt, weil er selber den er eigentlich gar nicht will. Ja, er ist ja so ein Grumpy, das ist wirklich, das ist so ein süßer, also was ein süßer Kerl, der ist wirklich lustig, also weil der ist auch so. Ja. Also wenn du mit dem tatsächlich sprichst, das ist dieser Grumpy, der steht da mit seinem Hut und dann trinkt er da sein Whatever er da immer trinkt. Ich habe keine Ahnung, es ist halt immer irgendein Becher. Und aber die alle noch, als sie einfach jung waren, Jeff Ross eben, also mhm, so, als sie alle noch nur in Anführungszeichen Stand-up gemacht haben. Mhm. Und das ist toll. Also es ist so schön, das miterlebt zu haben und gesehen zu haben, hat mich sicherlich auch wahnsinnig inspiriert. Also weil das ist einfach die Qualität, was die gemacht haben, ja, wie sie nichts geschissen haben, das ging bei mir über. Deswegen habe ich auch nie diese inneren Diskussion geführt, was darf ich tun, was soll ich tun, was müsste ich tun, mhm, sondern das hat mich fast freier gemacht, weil ja, ich gesehen habe, es geht ja alles. Du kannst alles machen. Und mich hat dann nicht interessiert, wenn hier einer gesagt hat, ja, aber das kannst du nicht sagen. Sag, doch, frag mal in New York nach. Mhm. Also am Ende des Tages ist so. Mhm. Was war denn eigentlich deine Türe zur Stand-Up-Comedy? Weil du hast ja eine Arbeit darüber geschrieben, amerikanische Stand-Up-Comedy. Und für mich war es eben, ich habe dich gesehen, als ich irgendwie 12 war oder so. Und dann habe ich Interviews geguckt und dann hast du immer erzählt von amerikanischer Stand-Up-Comedy. Und dann hat mein Vater mir eine Platte gegeben von Eddie Murphy. Und ich okay, so, du hast aber einen guten Vater. Also ja. Mein Vater hätte mir nicht die Platte von Eddie Murphy gegeben. Hat aber immer wenn er mir was gegeben hat, mir die Zept Schweiz Edition hat er mir gegeben und hat gesagt, aber redet ein bisschen wirscht. Und ich so, ja, finde ich auch geil, ne, dass der so man Ficken sagt und so. Und bei Eddie Murphy hat er auch gesagt, ja, aber viel Fluchwörter, den Spitzle. So, als ob es einen Unterschied macht. Ich weiß ja, ich kenne ja das Fluchwort Fuck, weißt du? Ja, ja, und er sagt alle 3 Sekunden Fuck. Und dann hörst du auf dieser Platte, hörst du, Elvis was a bad motherfucker. Und ich so, boah, ist das geil. Und das war so mein Gateway zur Stand-up-Comedy. Es wurde ja normale Sprache, weißt du, es wurde ja damals auch viel diskutiert, als wir als Junge zum ersten Mal halt auch eben Ficken gesagt haben, mhm, auf der Bühne. Einfach, und zwar nicht als, wir wollen provozieren, sondern das ist unsere Sprache. Mhm. Wir sprechen so. Wir sind MTV-Generation, wir sprechen so. Wir sagen nicht doof. Wir sagen Fuck, oder wir sagen auch nicht, klar, man hat mal Poppen gesagt, aber wir haben auch Ficken gesagt, also und nicht als, ja, keine Provo. Und es wurde dann viel missverstanden. In Deutschland wurde viel diskutiert. Oh mein Gott, immer. Heute noch wird ja wieder diskutiert. Darfst du das sagen, ist er hier und bla. Und es ist ja in so Wellenbewegungen. Kommt in der Schweiz auch noch. Wir sind schon, oder sind schon langsam. Drin? Okay. Ja, ja. Wir sind okay. Schon langsam dort. Ja, man muss sich davon auf eine Art und Weise frei machen. Und zwar nicht so, es interessiert mich nicht, was ihr alles über mich sagt, sondern ich spüre, dass es okay ist. Und es ist auch okay, weil jede mhm, Generation hat eine andere Sprache. Und das war so meine Hauptthese meiner Magisterarbeit damals über Stand-Up-Comedy. Ich habe vor allen Dingen die amerikanischen, ich habe die 50er, die 60er, 70er und die 80er gemacht, mhm, und habe diese Dekaden und habe dann dieses ganze Zeug und von die Alten, also Lenny Bruce, ja. Mozart sagt hier kein was, Lenny Bruce natürlich, dir sagt das was, so mein großer Gott, wäre mein mhm, größter Gott aller Götter. Und
Und dann, klar, da hast du natürlich, oder einen Woody Allen, als er Stand-up gemacht hat. Der hat nicht lange, aber der hat eine Zeit lang Stand-up gemacht, war großartig. Und hat's ja gehasst. Dann, er mochte es eigentlich nicht, er war froh, als er dann Filme machte. Und dann, als dann George Carlin kam, der kam ja auch schon in den 60er, aber dann in den 70er, dieses mit diesem Polit und Kiffen und diese Worte, die man nicht sagen darf. Mhm. Eine Joan Rivers, die, einfach mal so, ich habe die mal gesehen, das war, glaube ich, dann Anfang der 2000er noch, ganz in ihrem Spätwerk, mhm. in einem kleinen Club. Hatte sie da auch schon die Jokes alle auf dem Boden verteilt? Nein, die ging hoch und hat einfach mal, ey, die hat uns die Birne weggeblasen. Yeah. Wie alt war die denn da schon? Da war's, das muss, ich glaube, es war 2003, als ich in New York eben gelebt habe, das halbe Jahr. Mhm. Und dann hieß irgendwann, hey, da gibt es so einen Club und da ist immer weirde Performance abgelaufen. Ich habe so ein paar Leute gehabt, die haben mich dann immer irgendwo reingeschleppt in so Performance-Dinger, die ich nicht so ganz verstanden habe, aber ja. Also für mich als Kind vom Land dann schon mal schön zu sehen, wenn einer mit seinem Hintern den Mond mimt und dann die Mondlandung halt mit so einer Fahne hinten reingesteckt und dann war so, okay, und dann lief eine Musik dazu und das war halt die, ja. Das war dann also, off-Broadway. Hail to the Moon, weißt du, das war wirklich off-Broadway und da hieß es, Joan Rivers macht Tryouts da unten in so einem, in der Bowery und ey, unfassbar, mhm. die ist hoch, die war und so tough, ich meine, die hat, also ob Frauen, Männer, alle Ethnien, weißt du, mhm. Juden, alles Schwarze, bist du oberdeppert, also, aber in einer faszinierenden Art und Weise, die natürlich ein Leben lang Comedy gemacht hat, Stand-up ganz früh, die musste ich auch echt behaupten, mhm. das ist eine Taffe und es war großartig. Also da bei solchen Abenden lernst du einfach. Ja. Also da sitzt du drin und du spürst, das ist die Kunstform. Mhm. Und das, da geht es uns ja allen so. Jeder hat Leute oder Momente, wo er was gesehen hat. Dave Chappelle habe ich auch mal gesehen, das damals 2003, wo er, das waren knapp 4 Stunden gespielt hat, mhm. kam in den Cellar um 12 Uhr nachts und hat dann ja, bis kurz vor 4 gespielt. Mhm. Und wir saßen da und waren halt mundoffen und oh, boah. Und schon toll. Ja, das ist ja meine große Leidensgeschichte von meinem letzten USA-Besuch. Wollte ich in den Cellar gehen und dann hatte ich da so eine richtig üble Magengeschichte. Konnte nicht, war im Hotelzimmer, wirklich keine Chance rauszugehen. Ach du Scheiße. Und an dem Abend war der Blackout am Broadway, wo Chappelle gerade Broadway-Shows gespielt hat, an dem Abend mit Support, Bill Burr. Und dann war Blackout und dann hat Chappelle gesagt, gehen wir in den Cellar. Ja, dann das wäre der Abend gewesen. Genau, ne? Dann hat Bill Burr und Chappelle haben im Cellar sich zu Tode gespielt. An dem Abend, wo ich dort gewesen bin. Das sind so die kleinen Leiden. Dann war ich 2 Wochen später in L.A., dann war Chappelle im anderen Raum vom Comedy Store. Also den habe ich jetzt zweimal. Also irgendwas so will, verpasst. Vielleicht wenn du ihn dann mal siehst, stirbst du was. Vielleicht ist das ein Fluch, weißt du? Das ist so Game of Thrones. Joel von, und das ist auch von Mützebache. Ja. Was ist das Haus Mützebache? Ja. Fast, das ja. Ist, ja. Das ist nicht der gegen Aragorn kämpft. Nein, das ist Herr der Ringe. Nee, aber was war eigentlich dein Gateway zu Stand-Up-Comedy an sich? Weil, also ich glaube, dass du eine Arbeit darüber geschrieben hast. Nee, das war ja später. Eben. Die Arbeit kam ja erst, das war ja in den 90, das war ja, da war ich ja schon, ich glaube, 7, 8 Jahre auf Tour. Ich habe also mein erstes Solo-Solo-Programm, also ab dem Punkt, es war 2. Oktober 87, ist mein allererstes Solo-Solo, wo mhm. alles selbst geschrieben war, so, und mit dem bin ich auf Tour gegangen. Mhm. Und die Jahre davor, ich habe halt so Fußgängerzonen gespielt und hatte mal so ein Programm mit Nummern aus. Ich weiß nicht, was war mein Gateway? Also meine erste Solonummer, die ich ever gespielt habe in meinem Leben, mhm. also auf einer Bühne, auf einer Faschingsveranstaltung, das war eine Emil-Nummer. Ja? Tatsächlicherweise, ja. Echt? Ich glaube, es war auf der Polizeiwache oder die Feuerwehr. Ich glaube, auf der Polizeiwache. Oktern, ja, das könnte ein G haben, ne? Und ich habe Emil, ich habe den geliebt, für mich, vielleicht eine Art und Weise, für mich war das ja Stand-up, ist er ja auf eine Art und Weise, er ist ein Erzähler, ein sehr, sehr großer Erzähler, immer noch. Und
Und Otto und er waren so damals meine Helden, als ich wirklich ganz klein war. Also wo du sagst, so bis 6, 7, 8 Jahre. Und wer macht dich denn lachen? Mhm. Und Jerry Lewis, aber da war es ja mehr ohne Worte. Mhm. Da habe ich natürlich noch nicht den Wort Stand-up aus Amerika gehört. Das kam dann irgendwann dazu, kann dir nicht mehr sagen. Ich habe dann früh angefangen, natürlich auch mal so Videos mir eben Eddie Murphy oder Eddie Izzard war dann natürlich England, so Dinge, dann Monty Python, der Live-Kiste. Und das war so eine Mischung. Aber ich war mit so Faschingsauftritten schon, seitdem ich ein Kind war, unterwegs, so als Duo mit meinem Bruder. Und dann habe ich irgendwann gesagt, ich möchte nichts mehr nachspielen, ich möchte anfangen. Und dann, ich weiß nicht, was war, aber... Und ich bin relativ früh in Kleinkunstbühnen gegangen. Ich glaube, das wäre mein Gateway. Jetzt habe ich weit ausgeholt. Also die Liebe zu Leuten, die allein auf der Bühne sind, wie Otto und Emil. Und dasselbe ist passiert in der Kleinkunst, in der sogenannten. Ich mag das Wort ja eigentlich. Das wurde dann immer so missgedeutet. Das ist nicht so cool wie Comedy und bla bla bla. Ja, ja. Aber es war damals in den 80ern einfach, unter Kleinkunst konntest du alles machen. Mhm. Da hat einer Comedy gemacht, einer hat Kabarett gemacht, einer hat gesungen, einer hat Gedichte gelesen. Und da habe ich halt ganz viel gesehen. Wir hatten eine tolle Kleinkunstbühne, eine ganz kleine, bei mir am Ort in Dorfen. Und da bin ich sehr früh hin. Ich glaube, ich war 12, 13, da habe ich zum ersten Mal, und da habe ich Leute gesehen wie Polt, Ringsquandl, auch ein Dieter Hildebrand, der ja auch kleinere Bühnen, die haben ja alle auch mal kleinere, also es gab so Bühnen, das war so eine Bühne da, da hat Hans Söllner seinen allerersten Auftritt gemacht, seinen wirklich ersten, der ist eingesprungen für jemanden, der nicht da war, und hat der Veranstalter, war ein Kumpel vom Hans Söllner, hat gesagt, ja, ich habe so einen Kumpel, der macht Lieder und ist, ja, der andere kommt heute nicht und dann so, ja, Hans Söllner und so, und wir saßen dann drin und der hat uns weggeblasen. Mhm. Also, und mich hat die Kunstform einfach interessiert, dass einer auf einer Bühne ist und alleine erzählt, kann auch singen mal sein, aber das Erzählen ist alleine die Kunstform. Ich war nie ein Theaterfan. Ja. Ich habe ganz wenig Theater geschaut in meinem Leben, leider vielleicht auch, aber für mich war immer das Kabarett Kleinkunst, das war meine Form und das war mein Gateway. Und dann war irgendwann bei mir drin, ich möchte auch irgendwann, das ist meine Kunstform, die finde ich toll. Ich möchte irgendwann alleine auf einer Bühne stehen und auch 1,5 Stunden, das war ja die Maßgabe damals. Also als ich angefangen habe, hieß es, also du kannst auf Tour gehen und dafür brauchst du halt 1,5 Stunden. Mhm. So, das war die Regel. Das war die Regel, tatsächlich. Ja. Das war die einzige Regel, die da war. Also sollte es ein bisschen lustig sein, aber es war ganz oft so, du hast dann angerufen bei Kleinkunstbühne, keine Ahnung, Kleinkunstbühne Asbach, gibt es wirklich. Mhm. Also, und sage ich, ja, servus, ich bin der Michael Mittermeier, das ist eine Kleinkunstbühne. Und ich habe ein Programm, ja, wie heißt denn das? Und dann hast du gesagt, ja, das heißt so, warum er gerade ich? Ja. Aha, und bist du lustig? Ja, ich bin schon lustig. Ja, hast du eine Info, hast du irgendwas? Fax einmal durch. Dann hast du einen Fax geschickt, also mit einem Bild und halt eine Pressekritik, weißt du so. Und also hast du wieder telefoniert. Ja, das ist sehr lustig, man muss denn gucken. Also, ja, in 4 Wochen oder so. Ja, das ist schon. Und ja, hast 90 Minuten. Ja, also es war immer. Du musstest den ganzen Abend spielen. Es gab keine. Also es gab Mixed Nights, aber das waren nur so ein paar offene Bühnen. Die gab ein paar tolle offene Bühnen in der Zeit damals, tatsächlicherweise. Aber du hättest mit denen dich nicht durchschlagen können. Die waren wirklich, also es gab in München ein paar, aber ansonsten war das echt rare. Mhm. Und um zu spielen, musstest du einfach 90 haben. Ja. Und nicht, du hast jetzt mal 20 Minuten Material und kannst mal 2 Jahre bei den Open Mics, was ja mittlerweile cool ist, dass du, ich finde es ja toll und das siehst du auch bei den Jungen, es macht ja auch keinen Sinn, eigentlich, zu sagen, ich gehe jetzt auf eine Bühne und mache mal 90 Minuten. War geil, habe ich noch nie gemacht. Es macht eigentlich keinen Sinn, dass man dafür Geld verlangt. So. Ja, und vor allen Dingen, es macht noch keinen Sinn, die 90 zu spielen, weil du hast ja dich selber noch nicht im Griff. Ja, aber für mich hat es extrem geholfen. Weil ich aber du hast auch vorher kurze ausprobiert, oder? Nee, konnte ich noch nicht. Ach so, wann hast du denn angefangen jetzt mal? Vor 7, bald 8 Jahren. Nee, was haben wir jetzt, 2020, vor 7 Jahren. Da war auch noch nicht so viel Mixed Nights, ne? Da gab es noch keine Mixed Nights. Und deshalb, es gab eine und es gab so offene Bühne, ja. Offene Bühne war halt wirklich 8 Menschen,
aber da war es auch noch nicht eben so Comedy-lastig. Da war es auch 15-minütiger Monolog über Klitoris und okay. Einer mit Gedichten auf einer Briefmarke und wirklich ganz absurde Sachen. Klingt so. Ja, wirklich. Einer hat Kasperle-Theater mit dem Publikum nachgespielt. Du. Da gab es alles. Und da hatte ich, glaube ich, zwei Auftritte, je 10 Minuten, und dann habe ich Solo gespielt. Ja klar, wenn nichts da ist, muss man. Genau. Und mir hat es geholfen, weil dann war das wie mal draußen und dann konnte ich langsam anfangen mit eben hier mal 10 Minuten, hier mal 20, mal ein bisschen was aufbauen. So. Und was ich schade finde, ist, dass oft hast du jetzt Menschen, die irgendwie seit 3 Jahren spielen und super geile 20, 30, 40 Minuten haben, aber die mögen die schon nicht mehr. Und wenn sie sich dann ans erste Solo machen, dann speisen sie die 20, 30, 40 weg, weil sie was Neues machen wollen. Ja, das habe ich auch schon. Ich habe das bei ein paar von den jungen Comedians auch so mitverfolgt. Und das stimmt, das ist eigentlich schade, weil es ja klar ist, wenn du dann das Solo machst und du hast auch vorher, wenn du 3 Jahre lang immer gespielt hast, ja. Und natürlich musst du deine Highlight-Nummern reintun. Hast du geilen Scheiß dabei. Ja? Und die Masse kennt es ja nicht. Es kennt ja nur die da waren, die genau. Wenigen. Und naja, wenn man gezwungen ist, die 90 zu machen, denkt man nicht nach. Also es war natürlich, es ist ja, auf der einen Seite sage ich, es macht keinen Sinn, auf der anderen Seite natürlich hat es Sinn gemacht, weil wir mussten, dann haben wir es gemacht. So, wenn ich das Engländern oder Amerikanern erzähle, die sagen, wie 90 anfangen, die sagen ja schon, wie 90 am Abend. Dann sage ich, naja, ich spiele mal 2 Stunden. Yeah. Dann sage ich, ja, wie 2 Stunden. Also für die ist das ja völlig absurd, weil das Clubsystem einfach da immer schon da war. Also seit Anbeginn der, im Grunde genommen, ja schon in den 50ern war ja die Clubszene bei denen. Und bei uns hat es ja eigentlich, ja, auch erst in den letzten 6, 7, 8 Jahren, von in Berlin, wie man sagen, wahrscheinlich vor 7, 8 Jahren, vielleicht so ein bisschen länger, so vor 10 Jahren, so die ersten Anfänge. Und mittlerweile kannst du in Berlin ja jeden Abend in 3, 4 verschiedenen Mixed Nights spielen. Ja. Was echt viel. Selbst in München haben wir mittlerweile an 7 Tagen der Woche kannst du jeden Abend eine Mixed Night spielen. Und was für mich ganz toll ist, weil ich das immer vermisst habe. Ich habe immer damals, ich kann mich erinnern, auch mit Thomas Hermanns immer gequatscht, so zu Zepp-Zeiten, sagt, warum macht denn keiner einen Club auf? Warum macht denn keiner was? Jetzt passiert doch gerade was mit Comedy, jetzt tut sich was. Jetzt könnte man sagen, ich mache einen Comedy-Club. Aber es kam nichts. Es war dann bin ich jahrelang rumgefahren, relativ alleine in der Hallenszene. Also nicht, weil ich der einzige Gute war, sondern es kam erstmal nichts. Ja. Und dann kam der Erste, dann hat es wieder 2 Jahre gedauert, dann kam wieder einer, aber es gab keine Comedy-Clubs. Und eigentlich ist es so erst so, ja, in den letzten 10 Jahren und davor war ja auch so einige von denen, die auch schon, ja, oder dann schon irgendwo am Land rumgetourt sind, in kleinen Bühnen und so gemacht haben. Aber es ist toll zu sehen, was passiert, wenn ich ehrlich bin, weil ich mag, dass sich viel tut. Ja. Und so viele, also so viele neue Energien hochkommen und Farben. Schau jetzt hier in der Schweiz. Also, wenn du jetzt die Comedy Swiss Awards anschaust, was da für ein Range ist. Ja, nimm die Show, weißt du? Und die 4, 5 Show-Acts waren, von 5 Mal waren 4 Mal Stand-Up. So, und die waren komplett verschieden, weißt du? Du kannst der Ivanitsch hat null mit dem Elsener zu tun und der hat null und never was mit dem, weißt du, Matteo. Völlig andere Energie und alle zusammen ergeben, das wird jetzt die Schweizer, das ist die Schweizer Szene, oder? Yeah. Also, wenn ich euch anschaue, ist es für mich so ein. Ihr ergebt für mich jetzt die Schweizer Szene. Ja, und das ist das, was jetzt langsam zum Glück auch auf die Schweizer Bevölkerung überschwappt. Dass, an gewissen Orten muss man immer noch erklären, dass man jetzt nicht eine Gitarre nimmt und noch eine Perücke anzieht, sondern einfach jetzt nur erzählt. Ja. Und jongliert, oder? Ja, klar. Ja, habt ihr in der Schweiz wirklich einen Hang zum... Also, ich sag mal so, ich hatte manchmal Respekt, weil ich mir dachte so, als ich hier rüberkam, also in den 90ern und auch in den 2000ern war ich manchmal in so Comedy-Shows, saß ich so da und dachte, das heißt Eier in der Hose haben. Ja. Eben, zum Beispiel Jongleur, ich habe eigentlich bei so Wettbewerben, habe ich immer gegen Jongleur verloren.
Es ist das Problem oft von den die Mixed Nights. Das ist wieder anders, wie wenn es eine Open Mic, eine Stand-Up Open Mic. Ja. So in München hast du also die letzten eben 2,5 Jahren so eine gute Stand-Up Open Mic entwickelt. Vorher gab es nur so offene Bühnen. Das genau. Problem ist, bei so einer offenen Bühne ist dann so, da kommt irgendeiner, ja, so Arschlecker und da hier damit, man singt so ein Gstanzl, ja, und dann hau ich auf den Arsch und alle bam. Und dann kommt danach einer, der eigentlich einen viel besseren Text hat und erzählt eine Geschichte und kackt total ab, weil die Leute gar nicht mehr hinhören. Also, lustiges Lied, der redet ja nur, egal. So. Und das ist das Los manchmal auch bei so Wettbewerben, dass manchmal ganz schräg ist, dass dann denkst du so, ja, der kann jetzt 4 Äpfel in die Luft werfen und auffangen, aber das haben also andere auch schon gemacht. Aber die Geschichten, die da gerade irgendwie entstehen, aber es braucht halt seine Zeit und schön ist, dass es passiert. Und du gehst ja auch manchmal selber an Open Mics neue Sachen testen, ne? Ja. Und hast du dann das dort auch, dann sind die Erwartungshalten riesig, weil da kommt der Mittermeier und dann hast du andere Komiker, die ein richtig tightes Set spielen, das sie jetzt schon 20 Mal gespielt haben, du versuchst was Neues und dann funktioniert es noch nicht ganz so. Ich habe es gar nicht, so extrem ist es gar nicht, weil jetzt muss man dazu sagen, dass ich bei den meisten Open Mics, wo ich gespielt habe, würde ich mal sagen, kannten mich die meisten nicht. Echt? Naja, ich war, also es kommt einem vor wie ein anderen Leben. Ich war im Februar und ich war im März dann, das war kurz vor dem Lockdown, bin ich mal 2 Tage nochmal durch Mad Monkey Room und ein paar von den Open Mics. Ja. Und ich sehe mich einmal am Cotti. Spiel ich am Sonntag. Ja. Okay, das ist ein geiler Raum, mag den. Und am Cotti in diesem Admiral, wie heißt der Club, der Name, Cotti Comedy heißt der Abend, das ist, glaube ich, am Montag immer, was Passun macht denn. Und da waren halt, also ich bin hinten gesessen, wo so, man schaut auf die Bühne und das Publikum, und da waren halt, ich würde mal sagen, der Schnitt, der da hinten saß, war so 16 bis 18. Und die kennen mich nicht. Woher auch? Also es kommen schon auch Junge, die mich kennen und sagen, ja, ich habe auch die CD von meinem Vater, weil der Vater hat dann auch, der ist, keine Ahnung, 20 Jahre jünger als ich oder 15 Jahre jünger als ich und mochte mich, als er ein Kind war, weißt du so. Und aber da ist, es ist eher, dass man selber macht, dass man natürlich sich schon, man will sich natürlich gut präsentieren, aber ich habe das Gefühl, solange auch bei den Kollegen, wenn man hochgeht und es einfach, es ist auch klar, kann es auch scheitern, da ist nicht jede Nummer dann perfekt und gut. Und natürlich mache ich auch den Klassiker, also wenn was gar nicht funktioniert, ich habe immer eine Safety-Nummer. Also ich meine, so, wir sind ja nicht doof. Du gehst ja nicht hoch, um zu bomben. Aber es passiert irgendwie auch nicht, wenn man irgendwie mit einem guten Spirit hochgeht und dass es auch mal Ruhe ist und die Leute merken, man improvisiert. Ist sogar eher immer ein Win, wenn die merken, dass man auch reagiert. Also es ist ja, wenn vorne irgendwann mal so, keine Ahnung, 4 Jugendliche sitzen, die so anschauen oder sagst so, und die Jungen kannst du oft mehr schocken wie die Alten. Das ist mir aufgefallen. Also wo du dann... Sehr, sehr wokes Publikum, also wenn, ne? Nein, wenn du eine Politpointe oder so eine politisch unkorrekte, ich hatte irgendwie, ich hatte da so einen Joke, den hatte ich gerade, das war im Januar, genau, das war als... Ich wollte noch mal irgendwas machen für Lucky Punch, für den Anfang, weil ich wollte noch mal ein frisches, aktuelles Intro und wollte irgendwie und habe dann so, wollte so ein ganz wildes Stand-Up-Intro zusammen bouncen, sage ich mal, und habe das am Abend immer gemacht auf der Tour und dann und hatte ich so einen Gag, Harvey Weinstein, und wie der halt so mit seiner Gehhilfe dann im Gericht immer rumgelaufen ist, und dann habe ich ihm gesagt, so, jetzt geht der so, wie die Frauen damals aus seinem Büro kamen, wenn er sie gecastet hat. Kismet, Motherfucker. Und das Ding ist, wenn ich den gemacht habe von meinem Publikum, ey, großer Gag. Und dann stehe ich im Mad Monkey Room, weißt du, die ganzen Jungen denken mir so, jetzt gehen die halt an die Decke, weil das ist der Gag. Weißt du so, das ist genau deren Ding, das ist hot, das ist fettig, das ist, boah, das ist heftig. So, und dann war da mal Stille und du stehst so oben und denkst dir, ah, das ist das, was jetzt an politischer Korrektheit
Und dann, oder mein Politgag, wo die so machen. Ich so, ach so, ich habe gar keinen mehr im Publikum, der macht. Ich habe den nicht mehr drin, weil also ich habe nur noch. Nein, die kommen lang nicht mehr. Und die anderen beschimpfen mich im Internet zu, keine Ahnung, Tausenden. Also, und deswegen ist, hast du das, ich habe den Moment nicht mehr so. Also, wer sollte bei mir noch, jetzt hat er aber einen harten Witz. Nee, also wer zu mir kommt, weiß, dass ich auch mal tough bin. Und das finde ich, das ist fast schon süß, dass die Jungen so, keine Ahnung, also, aber das Coole ist, weißt du, am Open Mic oder auch in so einem Stand-Up-Club, es geht halt immer nur um den Moment. Mhm. Es geht nicht drum, ich kann, selbst wenn mich alle kennen, gibt auch Abende sicher in München, wo mich mehr Leute mal kennen, aber sie lachen auch nur, wenn es lustig ist. Ja. Also sie lachen nicht, wenn... wegen der Bekanntheit. Wegen der Bekanntheit. Ich weiß, einmal habe ich gefragt, Minuten. Einmal habe ich gefragt und da waren zufällig wirklich, wie man sagen, die Hälfte hat mich da gekannt. Mhm. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass die jetzt mehr lachen, weil den kennen wir, sondern es zählt immer der Moment. Das ist ja das Ehrliche an Stand-Up. Das ist ja bei dieser Seinfeld-Doku ist das ja so schön zu sehen. Wie einfach die ersten 5 Minuten wird dann noch getragen von der Bekanntheit. Und wenn dann die Jokes noch nicht da sind, wo er sie haben will, dann ist halt einfach Stille. Ja, da gibt es keinen Verlegenheitslacher. So. Es ist es auch selbst, weißt du, wenn klar läuft es besser, wenn du ein Publikum hast. Und natürlich, wenn deine Fans kommen, dann wollen die dich auch tragen. Aber trotzdem, wenn du gar nichts lieferst, läuft es auch nicht. Mhm. Also keiner kann mit, oder kaum jemand kann mit gar nichts hochgehen. Mhm. Und ich muss ja nicht lustig finden. Also ja, eine Geschmackssache. Mhm. Es gibt ja Comedians, die ich nicht lustig finde, aber wo sich dann 1.000 oder auch, keine Ahnung, 10.000 Leute amüsieren. Mhm. Aber du kannst dann den Leuten oft die Skills nicht absprechen. Genau. Weil du siehst ja, boah, der weiß schon, wie er die Leute zieht. Ja, ja, ja. Also wie er es macht, der weiß ja, was er tut. Und wenn die glücklich rausgehen, war es ein fairer Deal. Ja. Ja. Und du hattest aber trotzdem, du hast vorhin gesagt, du warst mal ein halbes Jahr in New York, 2003. Das war ja eigentlich, weil es dir zu viel war. Weil eben das alles immer größer wurde und irgendwann schon das Gefühl entstehen kann, ich kann ja eigentlich machen, was ich will und ich habe da Zehntausende. Nee, zu viel nicht. Also mir wurde es nicht zu viel. Ich habe, also für mich war eigentlich, glaube ich, der Hauptgrund, das eine war, ich wollte mal das, was passiert ist, anschauen von außen und genießen, weil es war keine Zeit mehr zum Genießen. Weil die Jahre von 97 bis 2002 waren, also diese 5 Jahre waren völlig gaga. Also ich habe Dinge gemacht, die waren nicht in einem Kosmos, also die waren nicht in einem Kosmos, den ich verstanden hätte. Und auch, weißt du, so alle Größenordnungen spielen, wo du, also alles und oder Projekte gemacht, so wie mit meinen Friends, die einfach, also und dann hatte ich das Gefühl, ja irgendwie, wenn ich jetzt nicht irgendwann mal sage, ich möchte es genießen oder mal spüren, was passiert denn da gerade, dann mache ich es nicht mehr. Und habe es verbunden mit dem anderen Ding, dass ich sage, ich wollte immer schon mal in New York leben und ich wollte da mal sein und ich wollte auch schon mal, ich habe immer gesagt zu meiner Frau, damals 92, wo wir im Cellar saßen, war unser erster Comedy-Club, saß ich mit ihr und habe gesagt, ich möchte einmal in meinem Leben 5 Minuten auf Englisch machen. Mhm. Und das war mein großer Traum. Und ich wusste, wenn ich jetzt das nicht mache, irgendwann, wenn ich es jetzt nicht mache, werde ich es nie wieder machen, weil irgendwann ist es vielleicht vorbei. Also nicht vorbei, weil ich schon weg bin und so, sondern weil du dann nicht, du tust es nicht mehr. Ja. Und dann bin ich halt irgendwie am, keine Ahnung, damals haben viele gesagt, am Zenit, haben viele abgeraten und gesagt, so würde ich nicht tun, du kannst ja jetzt nicht weggehen. Also spinnst du? Mhm. Und sage, ja, aber was passiert, wenn ich weggehe? Ja, dann vielleicht kommen die alle nicht mehr. Sage, ja, aber dann kann ich auch nichts machen. Also wenn die alle nicht mehr kommen, nur weil ich jetzt mal weg bin, dann stimmt ja was nicht. Ja, es kann, also, da kann sie jetzt tun. Ja, aber das andere kann ich nicht mehr machen. Und da bin ich rüber und es war sicherlich eine der besten Entscheidungen meines Lebens. Ja, aber das hat ja dann nochmal eine ganz neue Welt eröffnet. Das ganze Englisch spielen, was mittlerweile, also in normalen Zeiten ja auch ein bisschen
fast schon Ausgleich ist, dass es mal zwischen Englisch und Deutsch wieder so hin und her switchen. Ja, also ist so ein, es ist wie so ein, weiß ich, Jungbrunnen kann man nicht sagen, aber es ist tatsächlich, es erdet natürlich, weil du musst ja nochmal ganz neu ran. Also mein Englisch ist jetzt nicht das Beste, das ist kein Kokettieren, sondern das ist so, ich musste mir das schon ganz schön scheißen erarbeiten. Aber wenn man mit gutem Spirit hochgeht und ich habe es halt gefühlt, was ich da zu tun habe, was mein Weg ist, und dann ging das. Und ich dachte auch, ich mache da eine Open Mic und das ist gut. War dann anders. Ich bin dann, keine Ahnung, monatelang jeden Abend, keine Ahnung, durch 2, 3 Open Mics gezogen und habe halt dann gespielt. Also ich habe mehr gespielt wie zu Hause, weil du hast ja dann 3-mal am Abend gespielt, das über Monate hinweg. Und dann irgendwann habe ich auch ein paar Clubs spielen dürfen, weil dann irgendwann einer, ein Comedian, hat da gerade ausgetestet. Und ich meine, Comedians drüben, die sind, wenn einer normal in Clubs spielt und der sieht jemand, der normal auch in Clubs spielt, dann sieht er, das ist kein Open Micer. Du siehst einen Unterschied zwischen Open Micer und einem, der weiß, was er tut, selbst wenn die Nummer nicht ganz 100% ist. Mhm. Und da haben mich dann ein paar, das war schön, so, ey, sag mal, gib mir, was machst du? Also du bist kein Open Micer. Also, wir können spielen und so, ja, was bockt, ne? Okay, dann habe ich halt mal so ein paar Clubs auch machen dürfen und hat mir wahnsinnigen Push gegeben. Und ich bin damals in New York, das war auch die Zeit, wo ich Paranoid geschrieben habe. Habe ich dann angefangen, Paranoid zu schreiben. Und das hätte woanders, glaube ich, auch nicht entstehen können. Es war ja ein radikaler Schnitt zum Programm vorher. Back to Life war ja Alltag, völlig spinnert es rum und keine Ahnung, die Welt und der Alltag. Und ich wollte ja nochmal einen anderen Schnitt machen. Also vom Fernsehen, Zept, Back to Life war ganz anders und wollte aber nach Back to Life mich auch nicht wieder abonnieren lassen. Jetzt macht er ja Männer-Frauen-Alltag und keine Ahnung, wir fliegen auf den Mond. Sondern ich wusste für mich, ich muss woanders hingehen. Und dann kam halt dieser und dann dachte ich, jetzt mache ich es mal. Und haben mich natürlich die amerikanischen Comedian inspiriert. Also auch dunkel zu werden, also auch mal ganz dark zu werden. Und es war eine Zeit, 2003, es war ja gerade der Irakkrieg am Schaffen da im März und da bin ich ja rüber. Und das war schon eine Situation, weil selbst in New York, die ja traditionell nicht das, wir zeigen nur die Fahnen und sind die Patrioten. Überall hingen die Fahnen und da hatte Bush also die höchsten Zustimmungsraten ever zu all seinen Zeiten. Und da hochzugehen auf eine Bühne und dann habe ich halt auch Jokes gemacht, also gegen den Krieg oder über den Krieg oder über George W. Bush. Das waren so meine Einstiege, weil der konnte, hat immer Terror gesagt, der konnte. Das war eben auch die Amerikaner, haben gesagt, ja, kann der Terror gar nicht aussprechen, Terror. Und es war natürlich dann ein Sakrileg, dass ein Deutscher hochgeht mit einem beschissenen Englisch und sagt, ich habe einen Präsidenten, der schlechter Englisch spricht als ich. Also es ist eigentlich total geil. Und das hat, glaube ich, meinen weiteren Weg geprägt, auch das, dieses sehr Stand-up. Und ich habe halt auch wahnsinnig viel geguckt. Also ich war entweder am Schauen oder am Spielen. Und ich war ja wie in so einer Stand-Up-Blase, ein halbes Jahr lang. Und ich war ja alleine und meine Frau kam mich besuchen, aber die war zu Hause. Das war auch toll, dass sie auch für sich die Entscheidung getroffen hat. Sie sagt, nee, da fährst du alleine rüber, weil das ist dein Traum. Ja. Ich weiß, dass ich dich stören würde. Ich würde gerne mit dir rüberfahren, weil wir haben uns auch nicht getrennt, weil wir uns gerade nicht sehen konnten, sondern wir waren eigentlich scheiße verliebt und waren da aber auch schon lang zusammen. Und es tat uns echt in der Seele weh, aber wir haben jeden Tag, also ich weiß nicht, wie lange wir telefoniert haben, über so Billo-Nummern, die über Holland hast du so angerufen auf plus 357890.000 und hast dann für die Minute, glaube ich, irgendwie 9 Pfennig, weißt du so, oder 9 Cent und dann hast du da über irgendeine Nummer über Holland telefoniert, ich weiß gar nicht, wo man die her hatte. Aber es war eine wahnsinnige Zeit und dann kam ich wieder und ich wollte dann auch zurückkommen. Also am Schluss war es dann so, da habe ich dann ein bisschen spielen dürfen, so in Clubs. Und es war dann so, wenn du drüben, es würde gehen, also kannst du drüben, also könnte meinen Claim abstecken, ich könnte auch, aber dann musst du da leben. Ich war vor 2 Jahren nochmal drüben, wo ich im Seller spielen durfte, da die 3 Wochen.
Und es würde gehen, aber du musst vor Ort sein. Es ist einfach so, ja. Niemand ruft dich an, wenn du in Europa bist. Es ist fucking so. Ja, ja. Also die Welt mag globalisiert sein, aber niemand ruft dich an. Der ist in Europa, der hat ein europäisches, was soll denn der Scheiß? Was ist so? Nee. Ja. Und wo du natürlich sagen kannst, der um die Ecke wohnt. Ich könnte herfliegen, ist überhaupt kein Problem. Ja. Mache ich natürlich so, ist ja so. Aber ich sage, das ist schon, man nimmt so viel mit vom Spielen im Ausland, also auch das Spielen, das Kämpfen gegen die Sprache, mit der Sprache. Mhm. Mhm. Hier kämpfe ich gegen Schweizerdeutsch. Weißt du? am Fringe hast du einmal gespielt, ne? Zweimal habe ich. Zweimal so. Ja. Weil das ist auch noch so meine Bucketlist. Also ich war schon mal am Fringe schauen ein paar Tage. Das ist ja. Ja, Bucketlist French. French ist eins der. Also, wenn die Top 5 oder eine Top 10, ich habe so viele schöne Sachen machen dürfen, aber French, dieses Monat damals, das war Wahnsinn. Also, muss ich für die Leute sagen, im French spielst du in Edinburgh, das wissen ja nicht alle. Das ist ja Wahnsinn, dass 900 verschiedene Comedy-Veranstaltungen täglich. Mhm. Täglich. Insgesamt 900, vier Wochen lang. Über 3000 verschiedene Shows. Noch Theater, Musical, was weiß ich. 900 verschiedene Comedy. Man überlegt mal. Also das deutsche Comedy Festival ist im Grunde genommen der Vormittag eines Tages vom Fringe. Nicht mal der Vormittag. Ja. Und dann spielst du da jeden Tag dein Programm, dein Solo, 60 Minuten. Und das ist wirklich Wahnsinn. Das ist echt eins der geilsten, was ich je gemacht habe, weil du da so, du gehst in den 4 Wochen, gehst du also alle Phasen durch. Ich meine, das ist so, wie mir einer gesagt hat, du wirst den schlechtesten Auftritt des Jahres machen und du wirst den besten Auftritt des Jahres machen in diesen 4 Wochen. Das ist einfach alles extrem. In diesen 4 Wochen, das ist wie das Kondensat deines Jahres oder fast schon deines Comedy-Lebens, weil in diesen 4 Wochen passiert alles. Weil gibt ja auf Netflix gibt's die Hannibal Buress Doku, wie er eben so einen Monat am Fringe macht. Und da siehst du ja auch wirklich von super Euphorie bis zu jetzt ist mir alles scheißegal und weißt du was, ich stehe auch nicht mehr hinter den Vorhang, weil es gibt ja kein Backstage, sondern ich stehe schon auf der Bühne und ich moderiere einfach mal an, wenn die Menschen reinkommen. Und also da machst du ja wirklich, glaube ich, alles durch. So. Ja, es ist ja auch alles sehr improvisiert. Das ist ja tatsächlich, da weißt du, irgendjemand hat so einen Raum, es wird, jede, wird jede, zur Bühne gemacht, jeder jede Raum. Location also, wird zur Bühne. Ja. Und es sind ja hunderte Bühnen, was man, Jan, und zwar Räume. Von Pub bis zum kleinen Kellerraum. Und es ist schon als Besucher ist es anstrengend, weil man muss sich ja, ich glaube, ich war 4 oder 5 Tage, musste ja wirklich aussuchen, was will ich überhaupt schauen gehen und musste dann planen, habe ich dann Zeit für die Viertelstunde von Location darüber zu kommen. Und es ist einfach irgendwie, allein schon die Energie, die grundsätzlich auf einer Straße spürbar ist in der Zeit, ist Wahnsinn. Das ist absolut Wahnsinn. Ja, da vibriert eine Stadt. Das ist wie ein Organismus. Mhm. Die ganze Stadt ist ein Comedy-Organismus oder Theater-Comedy-Musik-Organismus. Und das Ganze auch, diese Selbst-Promotion mit den Typen, die dann 2 Stunden später irgendwo spielen, die noch Flyer verteilen. Also ich finde das so geil, weil es wirklich einfach... Ich glaube, nach so einem Monat kannst du dir eigentlich ein Diplom geben lassen für... Veranstalter. aber du kannst dir nichts dafür kaufen. Das Wahnsinn ist ja, du machst das Monat und danach sagst, yep, das machst du nächstes Jahr. Das ist so das Erste, was kommt. Damals so, boah, war geil. Und ich kann mich noch erinnern, bin am letzten Tag, wir waren dann noch einen Tag länger, das war der Tag, wo eigentlich gar keine Veranstaltung mehr lief. Da kam meine Frau dann auch mit unserer kleinen Tochter damals und wir wollten noch in die Highlands fahren, also Urlaub haben wir auch getan, was war ein bisschen schwierig nach diesen 4 Wochen war. Also der Herr Mittermeier nicht in einem Zustand, der
für einen Familienurlaub gereicht hat. Das tut mir heute noch leid für meine Familie, ich muss es ehrlich zugeben. Fucking hell, muss man wirklich sagen. Eigentlich am liebsten nur im Rollstuhl, oder? Nein, es war einfach, also ohne näher ins Detail zu gehen, wie auch immer. Also, it's difficult. Und am letzten, das war der Tag, wo nur noch ein paar Comedians da waren, dann gehe ich raus und treffe, wer war das auch so ein, das sind diese Musik, der, diese, boah, der macht diese, der singt und macht im Song, improvisiert der Texte, boah, wie heißt der, da wo du normal denkst, lahme Idee und der ist so gut, dass dir, what? Und welche hat, Nationalität? Oh, und ich habe mit dem ein paar Mal gespielt, ich weiß nicht mehr, wie auch immer, und dann kommt er immer und sagt, hey, was great, yeah, was great, wir hatten ein paar Mixed Nights miteinander und dann, yeah, und dann schaut er mich an, yeah, see you in 11 months. Nicht so, stimmt, ist ja, ach so, klar, weil das Monat ist ja vorbei, in 11 Monaten ist nicht mehr ein Jahr, also sind wir da, ja, also war geplant, ich bin dann erst später, aber ja, also ist cool, cooles Ding. Also ich glaube auch, also es sind ja immer mehr Junge, die auch mal ins Ausland gehen. Also ich sag mal, der Elsner hat mir erzählt, dass er in New York war und ein paar Open Mics gemacht hat. Und ich finde das super, es sollten auch viel mehr machen. Ich habe erst eins gespielt. Man kann nur lernen, wo? Ja. Das hieß Buddha. Nee, nicht Buddha. Das Logo war ein Buddha, es hieß Karmit Lounge oder irgendwie so. Karma Lounge. Also, da musste man zahlen, oder? Das war, ja, klar. Es ja, ja. War richtig, richtig New York Open Mic. Einfach 20 Menschen, 19 spielen. Ja, ja. Und sobald einer gespielt hat, geht er. Und setzt ins Publikum, das ist der 19. Oder, 20. Genau, oder geht dann ganz. So, also am Schluss waren, glaube ich, noch 5 im Raum. Ja, das habe ich, sehr, sehr lange Zeit, wie gesagt, viele Monate gemacht. Das braucht schon. Aber da ist auch so, wie war deine Erfahrung? Bist du hoch? Also es war mit Abstand der aufregendste Auftritt meines Lebens. Also ich war mit Charles, weiß nicht, ob du den gestern auch gesehen Anguilla? Hast. Ja. Ja. Wir waren so 7, 8 Wochen waren wir in den USA. Und die Idee war eigentlich, dass ich ganz viele Open Mics in den USA spiele, um dann eben am Fringe zu spielen. Und dann ist Fringe ist dann in letzter Sekunde auseinandergefallen, weil der Typ konnte nur noch einen Raum belegen anstatt zwei. Und dann hat er den zweiten Raum einfach gekippt. Mhm. Dann hat er noch ein paar Mal geschrieben, gesagt, ich habe dir hier noch was. Aber ich habe dann mit Schulte Loh habe ich dann ein bisschen mich ausgetauscht. Und er hat gesagt, um die Zeit an dem Ort würde ich dir jetzt nicht empfehlen. So. Ja, der kennt sich auch aus. Also insofern. Der hat, glaube ich, 6 oder 7 Mal gespielt schon, mindestens. Ein paar Mal, auf jeden Fall. Ja. Und dann haben wir das gelassen und dann habe ich auch gemerkt, vielleicht ist es auch ein bisschen viel, weil dann ist die ganze Deutschland-Geschichte losgegangen mit dem Quatsch-Talentschmiede-Preis. Dann habe ich gedacht, jetzt ist schon eine andere Sprache am Start mit Deutsch, weil ich gemerkt habe, dass halt Schweizerdeutsch und Deutsch trotzdem nicht einfach ist, ich kann auf die Bühne gehen und ich laber jetzt dasselbe auf Hochdeutsch, sondern es ist eigentlich schon ein neues Programm schreiben, eine neue Arbeit. So. Ja, aber ihr habt ja auch eine andere, die Pointe anders gesetzt und das Wort, wann es kommt. Und kulturelle Unterschiede, die trotzdem da sind. Und ich kann über Schweizer Eigenheiten, kann ich Jokes machen, fängt mit einer Postleitzahl an und was weiß ich. Das geht dann alles nicht auf Deutsch. Ja. Ja. Und dann habe ich je gedacht, ist vielleicht besser, wenn ich jetzt nicht auch noch was auf Englisch versuche. Und deshalb haben wir einfach mehr zum Spaß, haben wir gesagt, komm, New York, wir gehen mal Open Mic, so einen Abend, 1, 2 Clubs. Ne? Und wir waren beide so scheiß nervös, dass nachdem haben wir was getrunken und da kam natürlich einer so, hey, Billy Bob, wie auch immer, it's $5 a pop over there, I'm going to play in like a half an hour, if you want to join. Und wir so, ja, vielleicht. Und dann gucken wir uns beide an, so, bist du auch so kaputt? Ja, lass es bleiben. Das war jetzt die 5 Minuten mal. Und ist immer noch ein Ziel und ein Traum, weil ich hab so ziemlich alles von dir gesehen, was du auf Englisch gemacht hast. Ich habe die Blackout-DVD zum Beispiel, die so viel Bonusmaterial hatte mit eben. Ja, da haben wir so einen langen Clip drauf gemacht. Ja. Und die Auftritte in Just for Laughs und die Südafrika
Geschichte. Ja, das, wie gesagt, das, man lernt, man ist immer ein Lernender. Du denkst was. Und ich glaube auch, dass es gut ist, den Range aufzumachen. Das ist auch den Schweizern tut es gut, so schön es ist hier. Es ist klein, ich mag das immer. Ich sage das, betone, weil ich wirklich mag, das ist klein, es ist familiär. Mhm. Aber es ist wichtig für die Künstler, für die Comedians, auch für den deutschen Künstler oder der bayerische Künstler. Also ich bin relativ früh in den Norden Deutschlands gegangen, und da war bayerisch null angesagt. Ja. Bayerisch war damals so wirklich echt Bayern. Also ihr könnt nicht mehr Deutsch sprechen. Und, aber du erweiterst immer deinen Range. Und du musst ja dann, wenn du eben nicht auf die sicheren, jetzt mache ich noch einen Bern-Gag, jetzt mache ich noch einen Basel-Gag, wenn du die nicht hast, musst du einen Gag erfinden, wo die Leute einfach lachen, weil der Gag lustig ist. Mhm. Und das hast du als Schweizer in Deutschland, sag ich, gut, hier nicht ganz so extrem, weil ich natürlich die Sprache nicht so umstellen muss. Ja. Trotzdem war es bei mir der Schlüssel auch mit diesen, dass ich immer Schweizer Programme gemacht habe. Mhm. Und deswegen heute noch die Schweizer mir so lange, also immer noch, also so dieses Phantom so hochhalten, weil sie einfach wissen, wenn sie zu mir gehen, kriegen sie auch immer noch was Aktuelles, was Neues. Also ich kann nicht ohne. Also ich kann nicht sagen, jetzt fliehe in die Schweiz und informiere mich nicht, was gerade abgeht. Also so, ich kann nicht zum Swiss Comedy Award fahren und sagen so, es war eine lustige Nummer über Pandemie, über Trinken, Rauchen, Essen, kleine Hunde, sondern ja, was gibt's denn? Lodi, schreibt mir mal, was gerade abgeht. Und dann, Echina Force, ja, oder keine Ahnung, hier wird abgestimmt und dann kommen ja schon, okay, Abschussgesetz, schießen wir jetzt Deutsche ab. das Erste, was mir eingefallen ist, und das ist, weißt du, und das, aber es macht aber auch großen Spaß. Und dass die Schweizer immer, und dafür mag ich das Schweizer Publikum, dass die immer wahnsinnig offen waren. Immer. Ja. Also dass ich glaube, das ist lustig, weil mir haben viele Schweizer Kollegen oft gesagt, ja, ein Schweizer Publikum manchmal und so. Und für mich war es immer so, ich kam an damals und dieses, dass ich live übersetzt habe, AOK ist Helvetia und der ist, ihr kennt das ja nicht, den Werbespot habt ihr nicht, jetzt kommt der. Ich musste ja live eine Swiss Edition erfinden, als ich damals ZEP zum ersten Mal gespielt habe. Also für mich hätte ich nicht müssen, aber es ist so passiert. Und ich habe die Leute als so offen immer empfunden. Aber immer nur, wenn man sie ernst genommen hat. Immer wenn die deutschen Kollegen herüber sind und dann kam, weißt du, ein Langsam-Gag, ein Schokoladen-Gag, Wilhelm Tell schießt den Apfel ab, und aber immer in so einer, boah, ja, ich bin hier eh nur, um Geld zu verdienen und eigentlich, weißt du, und dann immer so ein Gag, ja, ihr klatscht erst in der Stunde. Also, ja, welche Reaktion willst du denn vom Publikum? Ich habe manchmal zu deutschen Kollegen gesagt, die geschimpft ist übers Schweizer Publikum, sage ich, ja, aber was hast du denn gemacht? Also, dann geh heute hoch und mach ein gutes Programm, weil das finden die super, ja, die Schweizer. Wie jetzt, was wir gestern kurz besprochen haben, wie wenn jetzt Menschen sich beschweren, dass wenig Leute im Publikum sitzen wegen Corona. So. Ja, und dann sitzen die so, aber wir haben nur die Karten gekauft. Ja. Sind wir jetzt auch blöd? Ja. Und dann Demo. Also, wie gesagt, da war für mich immer. Und das Interessante, was einfach ein anderes Land ist, weil natürlich für mich die Schweiz schon. Aber ich finde auch schön, dass jetzt Schweizer Energie nach Deutschland kommt. Weil seit einer Zeit, Esel hat da natürlich einen großen Wahnsinn. Ich meine, das ist Wahnsinn, was passiert ist, aber auch eben geile Arbeit. Ich meine, guck dir das an. Also wenn du die ersten Slams, ich habe Esel relativ früh gesehen. Und ein Freund von mir, der Sven, der hat gesagt, hey, da habe ich eine gesehen beim Slam. Weil der selber Slam gemacht hat, musst du dir anschauen, die ist 17 oder 18. Ich so, okay. Mhm. Und ich schaue mir das an und sage, okay. Ja. Du erkennst einfach mal ein Talent, wenn du ein Talent. Ich glaube, das ging zu ziemlich allen so. Also du hast halt einfach gesehen, das ist einfach anders. Mhm. Und dann das erste Programm und ich weiß nicht, wir haben uns damals getroffen in München und als sie das erste Programm gespielt hat und Ich war jetzt vor kurzem bei ihr, vor 2 Wochen, glaube ich, war das, oder 3 Wochen, sie in München gespielt hat, nochmal das zweite Mal Tropical gesehen. Und das ist schon Wahnsinn, das ist großartig. Also das ist eine Erzählerin.
und in einer Ruhe, in einer und da, wie gesagt, da passiert, in der Szene haben wir die Namen ja vorher auch schon aufgezählt, sind ja einige von den Jungen, wo gerade, also ist schön, ein bisschen Swiss Energy. Joel, ja, come on. Ne? Ja. Jetzt wieder Berlin. Wie lange bist du da? Donnerstag bis Dienstag. Okay, und dann jeden Tag wahrscheinlich so die... Donnerstag, Freitag, Samstag, Quatsch. Sonntag ist momentan nicht wegen... Okay, gut, ist Quatsch, und, eh super. Und dann Sonntag eben Mad Monkey Room. Montag mal schauen. Da gibt es ja noch, was gibt es noch? Chips und Joghurt. Und Chips und Kaviar. Also ist Montag ist, ich glaube, ist Montag der Stereo, glaube ich. Club Stereo. Macht der Talhammer. Also beziehungsweise, ja. Nee, macht nicht der Hans, es macht der Falk, sein Kumpel. Aber Hans kennst du auch wahrscheinlich, oder nicht? Hans? Talhammer, der kennt ganz viele Open Micer. Ich kenne ihn seit vielen Jahren. Und also wenn du am Montag noch wo spielen willst, ich kann Hans aktivieren und sagen, also hört mal alle weg jetzt hier am Podcast, dann aktivieren, keine Ahnung, weil es ja immer gut ist, so viel wie klar, geht. Nee, ja? Noch so gerne. Ich spiele, was ich kann. Schulterloh hat jetzt Mad Monkey Room eingetütet, ja. wie die Deutschen sagen. Ja. Und freue mich. Ich habe nicht mehr so viel Zeit. Oh ja, wir sind langsam am Ende, nur noch kurz. Bis dieser Podcast kommt, hast du in der Schweiz schon gespielt, dein Corona-Programm. Kommt aber noch ein Buch, Anfang November, die Corona-Chroniken. Ja gut, der Haupttitel ist, ich glaube, ich hatte es schon. Ich glaube, ich hatte es schon. Ja, und Untertitel die Corona-Chroniken, damit man weiß, was hatte er denn. Also. Und ich finde faszinierend, wir haben ja auch kurz angesprochen gestern, dass du ein ganzes Programm jetzt erarbeitet hast über diese Corona-Zeit und das spielst und auch noch ein Buch rausbringst zu dem Thema. Und zwar nicht eben, hier sind ein paar Corona-Witze, viel Spaß, sondern vielmehr deine persönliche Erfahrung in der Zeit, deine Geschichten. Und wie so vieles sind es ja Geschichten, die wirklich passiert sind. Dass wirklich Menschen unterschätzen oft, dass im Stand-up so viel wahr ist. Ja? Es ist nicht einfach, ich habe mir da mal 70 Minuten frei erfunden, sondern echte Geschichten aus dem Leben. Ich glaube auch, dass man spürt. Mhm. Also ich spüre das schon. Also bei Comedians ist da ein Kern dran oder sagt, nee, du warst in den letzten 10 Monaten nicht in der U-Bahn, das hast du nicht gesehen. Nein, das war nicht so. Nein, du warst gestern nicht da. Also das ist nie passiert. Und es ist so schade. Ich glaube ja tatsächlich, dass wenn man die Realität beobachtet, dass auch kleine Dinge also sehr lustig sein können. Mhm. Klar hat man natürlich eben, je länger man dabei ist, desto mehr lernt man auch aus nichts in Anführungszeichen eine Nummer zu machen. Also es fasziniert mich selber immer wieder, dass man denkt, so, ja, aber es waren dann einfach so viele, ich sagte am Anfang verweigert, ich habe einfach wirklich den Deckel drauf gemacht, ich wollte nicht schreiben oder ich konnte nicht schreiben und habe nichts gemacht außer meinen zu Instagram und Facebook mit eben meiner Tochter und dem Whisky und war so, der Whisky war ein Whisky-Blog, jetzt muss man nicht, dass man missversteht, meine Tochter und den Whisky. Also ich habe die Gespräche Synapsen Mikado mit meiner Tochter, wo ich einfach nur über das Leben und über Filme und über aber auch Rassismus und so gesprochen habe, was eine null mit Comedy zu tun hat, sondern einfach nur ein Ernst zu nehmen, wo ich irgendwann mal die Idee hatte, ich habe sie mal gefragt zu Themen, weil ich eine Sendung hatte und dann dachte ich so, ich will wissen von ihr, was sie über die Deutschen hält, weil ich hätte gerne mal eine Meinung von ihr, weil ich hatte so zwei lustige Antworten von ihr auf was anderes und wollte das irgendwie so. Und dann habe ich mit ihr gequatscht, habe das aufgenommen und habe irgendwie 20 Minuten und habe mir das nachher angehört und war so, oh, das ist Wahnsinn, weil wie eine Elfjährige auf diese Welt schaut. Mhm. Zum Teil wahnsinnig klar, zum Teil völlig spielerisch. Mhm. Also dann hat die irgendwie 2, 3 Gags gemacht, einen völligen Hardcore-Gag mit Hitler und Kim Jong-un und ich war so, und das war ihr aber nicht bewusst, ich meine den Hardcore-Gag und ich saß so da und sag so,
sag mal, ist dir das jetzt, ist jetzt bewusst, dass das ein richtig geiler Gag ist? Also, und dann sagt sie, yep. Okay. Und dann dachte ich, eigentlich wäre es mal geil, mit der einen Podcast zu machen, mhm. weil das, es hört niemand den Kindern zu. Und es hört niemand den Jugendlichen zu. Auf den Bühnen höre ich immer, und dann kommen die Pubertätsnummern. Es gibt gute und schlechte, weißt du so. Und, aber es gibt so viele schlechte und so viele nur Klischees. Ist so, du. Und ich merke immer, nee, das sind aber auch alles erfundene Dialoge. Ja. Also da passiert nichts mehr. Mhm. Es ist nur das, was die Leute hören wollen. Und dann, und das hat mich, glaube ich, diese Normalität, diese Realität, und diese Whisky-Blocks, wo ich einfach nur gesprochen habe, pass auf, hier, diese Flasche Whisky, mhm. den trinke ich gern, ich habe den damals getrunken, 1900, bla bla bla, und Geschichten erzähle. Und durch diese Geschichten habe ich mich, glaube ich, wieder mit der Realität in einer anderen Art und Weise auseinandergesetzt. Ja, mit der neuen Realität. Ein Comedian, der nicht mehr Comedy macht gerade, aber der auf die Welt schaut und auf Momente schaut. Und dann wusste ich aber irgendwann, im Mai war das so, nach 2,5 Monaten, wo nichts war, war dann irgendwann so, ich kann nicht schreiben, wenn ich kein Programm habe und es gibt keine Premiere. Und dann war so, weil schon die Auftritte, mein September war schon verschoben und die anderen haben noch überlegt. Und dann war so, nee, jetzt kommen Anfragen, Autokino, jetzt fange ich mal an. Und dann, ja, was ist denn so passiert? Lucky Punch will ich nicht mehr spielen, weil ich hatte Derniere, ich kann nicht ein Programm mehr auflegen. Mhm. Also es war vorbei. Und dann kam eben dieses, ja, dann mache ich mal was, Autokino, jetzt schaue ich mal alles, was an schlechten Autowitzen. So, und dann kam eben dieses, was ich ja schon erzählt habe, ich schaue mir mal Fast and Furious irgendwie 1-7 an. Und es ist lustig, Drive an und lass mir nur schlechte Wortspiele, Autoimmunkrankheit, hey, total geil, heute hier zu sein, ich habe eine Autoimmunkrankheit. Das war mein erster Gag, den ich hatte dann dazu. Und habe eigentlich nur Dinge aufgeschrieben und wie ich vorher gesagt habe, es war echt bold. Also bin hoch und habe einen Wust gehabt von, ja, vielleicht mal Safety-Nummern und bin hoch und habe gemerkt, dass so viel zu erzählen da war. Eben was da war, wir die Geschichten, wir schauen Star Wars mit der Tochter, wir spielen, was hast du denn, wie hast du denn erlebt, wenn du die Pressekonferenzen angeguckt hast, wie war denn plötzlich, weißt du, so, dass sich Virologen, ich meine, wann haben wir, also dass Virologen plötzlich Popstars werden, das ist ja fucking, also ist ja Wahnsinn. Yeah. Und es war so, und dann kam dieser Battle zwischen Drosten und Kekulé, also so Bild-Zeitung und gegen FAZ und Ding. Und ich saß so da und als für mich kam das Bild, das ist klassisches Gangster-Rap-Battle. Es ist fucking 8 Mile. Das ist wirklich Eminem gegen, und dann war ich so, okay, Idee, DJ Kekulé, also Kekulé Ultras gegen Team Drosten, und die beiden machen ein Battle, oder wie, keine Ahnung. Und solche Ideen kamen mir dann und so habe ich angefangen zu schreiben und zu erzählen. Und dann kam dieser Impuls, ja, vielleicht sollte man die Geschichten wirklich konservieren, weil ich schreibe unglaublich gerne. Die paar Bücher, die ich geschrieben habe, waren ja auch nicht Bücher aus Geschichten, die schon da waren. Mhm. Und dann, jetzt mache ich noch Drittverwertung, sondern es war immer, Achtung Baby, war das Buch vorher da und danach gab es ein Programm. Ja. Und Die Welt für Anfänger war auch nie im Programm. Da waren ein paar Teile drin aus alten, aber nur, wenn es gepasst hat. Und deswegen war das total spannend, also so das zu formulieren. Und hat ja nicht viel Zeit dann. Also so. Ist schon fertig geschrieben, ne? Ja, ja, ich musste 4 Wochen später abgeben. Es war so, also als ich die Idee gepitcht habe, war so, er guckte mich so an und sagt, ja, sage ich, ja, was muss ich denn tun, dass ihr das macht? Und sage ich, ja, schreib ein Probekapitel, das gibst du mir, wenn ich das lustig finde, dann gebe ich es weiter, weil ich kann ja nicht, das macht keinen Sinn. Es gibt keine Abgabe mehr für Herbst, gibt es nicht. Ist alles abgegeben, also nichts kommt mehr raus. März halt so. Nö, geht nicht. Und dann sollte es so sein, dann habe ich mich halt einen Monat da war ich in so einer Blase, da war ich wirklich nur, also ich habe geschrieben
und ab und an hatte ich halt Auftritte, Autokino, und dann kamen auch die ersten Open Airs so mit lebenden Menschen, was fast wie so Sex mit Anfassen war. Nach, also es war wirklich, also, und das hat sich so ineinander so ein, keine Ahnung, gegenseitig angeschoben. Ja. Und es sollte leicht sein. Mir war klar, ich möchte jetzt nicht, weil für mich war so ein Ding, ich möchte gerne das Licht am Ende vom Tunnel sehen. Ich bin immer so. Mhm. Ich bin kein negativer Mensch, sonst wäre ich gar nicht mehr da, wo ich bin. Ich würde gar nicht mehr touren. Und ich glaube, dass es gut ist, das Licht zu sehen und oder es versuchen wenigstens. Und ich glaube, das Lachen hilft uns schon weiter. Geht mir auch so. Also ich habe so ein paar Kollegen, die wirklich geile Sachen gemacht haben. Einer der wenigen, Thorsten Sträter, der hat so die drei Folgen oder die zwei, ich glaube es waren dann drei Folgen, die dann waren ohne Publikum. Das waren die besten Folgen, die er gemacht hat. Die waren so gut. Und Lisa Eckert hat ein paar so unfassbar geile Stand-Ups gemacht. Also in der, das wird dann oft vergessen in diesen ganzen blöden Diskussionen, wenn es um politische Korrektheit geht. Und es ist großartig, dann auch was Lustiges zu sehen. Mhm. Oder eine lustige Serie. Modern Family ist unser Familienfavorite. Wir sind mittlerweile in der, ich weiß nicht, sechsten Staffel. Ja. Das ist so geil. Weißt du, Modern Family ist, glaube ich, eine der lustigsten Serien, die ich je in meinem Leben gesehen habe. Das ist wahnsinnig, das Ding ist wahnsinnig einfach gut nur, geschrieben. Das ist das Leben. Ja. Also, und das, glaube ich, hat mich auch beeinflusst. Wir haben so viel Modern Family geguckt und du schaust das und denkst dir, die bringen mich zum Lachen, weil sie reden über, die Tochter macht das, der Sohn das und der ist dämlich hier und das tut einem so gut. Mhm. Und trotzdem sitze ich da und ich sage es euch ganz ehrlich, Freunde, das ist für mich im Ranking höher wie irgendwas Intellektuelles, was ich dann gar nicht verstehe und alle feiern es ab, nur weil, keine Ahnung, noch ein Politwitz eingebaut ist. Brauche ich nicht. Ich brauche Echtheit. Und die Echtheit ist es. Und ich hoffe, ich habe die Echtheit eingefangen ins Buch, ins Programm auch. Da ist man natürlich immer, das morpht ja weiter, das lebt ja weiter. Aber ich glaube, dass ich es geschafft habe. Ich bin tatsächlicherweise, also ich mag es total gerne. Also es ist nicht einfach, nach so kurzer Zeit was sofort auch zu lieben, weil es natürlich hart ist, weil du nichts mehr ändern kannst. Also, und die Korrekturen waren dann noch ein bisschen mehr, weil wenn du länger schreibst, wenn du 3-4 Monate schreibst, dann ist klar, dann musst du nachher nicht so viel rumkorrigieren, weil dir nicht mehr so viel einfällt. Aber ich war ja noch in der, ach, ich könnte schon noch eine Seite hinschreiben, Phase, weißt du, so. Und das ist was Schönes. Und also mir hat es geholfen. Ich glaube, es ist auch eine Selbstverarbeitung. Ja. Und aber eben in lustiger Form und ich glaube ans Lachen, ich glaube an Humor und ich glaube an die Helligkeit. Und wie wir schon gesagt haben, nicht jeder Comedian im Moment sieht die Helligkeit, sondern geht auf die dunkle Seite und hat auch keine gute Zeit. Und ja. Und dafür danke ich dir, dass du auf der Seite bist. Und wir müssen jetzt langsam, aufhören. Ne? Ja. Letzte Frage mache ich zum Schluss. Was machst du, um dich gut zu fühlen? Was mache ich, um mich gut zu fühlen? Außer ein Buch schreiben in Krisenzeiten. Schöne Momente, eigene Momente. Ich glaube zum Beispiel, meine Whisky-Leidenschaft ist eine davon. Mhm. Dass wenn ich einen richtig guten Whisky trinke, weißt du, so, und nicht, da geht es ja nicht ums Saufen, sondern das ist ein Moment, das ist ein Genussmoment. Aber klar, das ist das eine. Ich kann auch ohne einen Whisky einen schönen Moment, das mache ich, um mich gut zu fühlen. Es gibt verschiedene Ebenen. Natürlich die persönliche Ebene ist, weißt du, so, wenn ich mit meiner Tochter, meiner Frau, wenn wir sagen, hey, wir spielen jetzt Siedler von Catan und wissen, jetzt haben wir einfach eine geile Stunde, eineinhalb Stunden und wir klinken uns aufeinander ein, dann ist es wunderbar. Also dann ist es so, da fühlt man sich auch wohl. Aber, und der Comedy-Mensch sagt, ja, ich begib mich gerne in die, dass ich nachdenke und oder fließen lasse im Kopf. Was wäre denn irgendwie, es gibt die verschiedenen Ebenen, deswegen gibt es nicht eine Aussage. Ja. Und ja, oder ich gehe in Podcasts mit netten Comedians und fühle mich mal wohl für eine Zeit. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Also jetzt habe ich noch ein Ziel, dass du mich mal live siehst und dann kann ich, glaube ich, glücklich sterben. Ja, jetzt muss ich halt bald mal spielen bei uns in München auch. Also, ich war gerade.
Was gerade? Ja, ein Quatsch, ein Wochenende. Ich nicht gewusst. Ja, nächstes Mal. Wie viele Leute? Machen wir privat. Ja, komm, jetzt so hier. Michael, vielen Dank. War mir eine große Ehre. Du, war alles mir eine Liebe. Riesenfreude. Ja, also wir sehen uns definitiv und es ja, ist, ich schaue mir das jetzt auch an. Definitiv zu hoffen. Ja. Alles Liebe, bis zum nächsten Mal. Peace. Wo schaue ich? Ich muss ja dann da reinschauen. Servus. So. Jetzt schau da weg, weißt du, so. Ja, so.